ist Mac TV. Hallo, liebe Zuschauer. Und ihr seht mich total hibbelig, weil mich die Regie, die im Nebenraum sich festgesetzt hat, die ganze Zeit hier über einen Lautsprecher mich anmeckert. Ja, ja, mach doch mal das hier weg und da hängt noch ein Kabel raus. Und wieso ist das im Bild? Ja, und jetzt hoffe ich, dass es allen gefällt, wie sich das hier gestaltet. Ein bisschen viel Zeugs ist natürlich hier, aber wir haben ja auch ein bisschen mehr Platz, weil der Gerd nicht da ist. Der ist bei einer Entfettungskur im Allgäu oder was war es, eine Fortbildung oder irgendwas in der Art, ich weiß nicht genau. Und deswegen haben wir heute hier sturmfreie Bude und das muss man natürlich ausnutzen. Ja. Heute großer Testtag bei Mac TV. Das ist ein ganz schönes Programm, was ich mir da aufgeheizt habe. Ja. iPhone XS Max ist ein Riesenprodukt. Wir werden natürlich nicht alles machen können. Wir werden sehr viel machen, aber das Thema wird uns noch lange erhalten bleiben. Und ich habe nicht nur das XS Max da, ich habe auch das XS da und das iPhone X. Also da wird einiges aufgefahren und natürlich die Apple Watch 4. Und ihr könnt gleich schon mal voten, welches denn das erste Thema sein soll. Live-Testbericht, Watch 4, Live-Test im Studio oder XS Max, nur ein Live-Test. Wenn man da fragt sich, wo das wohl sein wird. Und als drittes Thema, das steht da aber nicht, weil das auf zwingender Weise als drittes Thema kommen muss, ist die Talkbox. Wir haben praktisch 4 Talkboxer plus ich. Und dann werden wir über unsere Erfahrungen mit dem XS Max und der Watch 4 mal ein bisschen bekakeln. Und für mich ist es so ein bisschen heikel, weil ich werde natürlich schon versuchen, möglichst umfassend, aber auch kritisch über das XS Max zu berichten. The good things and the bad things. Und es ist dann praktisch so eine Art öffentliches Spießrutenlaufen, weil die, die in der Talkbox sind, die haben sich ja gerade gekauft. Ja. Was mache ich da? Ja? Muss ich praktisch besonders freundlich in die Kamera grinsen? Aber jedes Gemecker, das heute irgendwie über diese Produkte vom Stapel gelassen wird, ist ja praktisch nur so im winzigsten Details und meistens totale Geschmackssache. Also, naja. Erwartet nicht zu viel an Kritik, weil was immer kritisieren bei einem Produkt, das so, so teuer und auch so ausentwickelt ist, wie diese XS Max-Linie. Da findet man wirklich kaum irgendwo einen Ansatz für Kritik, aber es ist halt die Frage, ist einem zu schwer, ist es einem too much, ist einem zu teuer, so auf dieser Ebene wird meine Kritik eher laufen. Also entspannt euch, liebe MacTV-Zuschauer, die ihr gerade das XS Max in der Tasche habt. Ja? Und euch fragt, ob das richtig war. Man will ja immer hören, dass man die richtige Wahl getroffen hat. Ja, so geht es mir zumindest. Und ich habe meins ja auch ehrlich gekauft. So, und was? Jetzt habe ich hier einen Kommentar schon. Mal gucken, was sagt uns der Spider-Pick hier. Hast du das je schon mal gemacht? Eine Sonntagssendung alleine live moderiert? Ja, das habe ich schon mal gemacht. Das ist schon Ewigkeiten her. Und ich habe das ganz geschickt angestellt damals. War noch zu unseren SD-Zeiten, da habe ich, weil wir praktisch ja so ein Diskussionsmagazin sind im Wesentlichen, ja, habe ich dann versucht, mit den Zuschauern einfach zu diskutieren und sehr viele Kommentare gemacht und so. Das habe ich heute auch vor. Ja. Also ich kann ja nicht rund und um die Uhr nur reden. Und bevor es losgeht, oh, guck mal hier, ein Voting. Ja. Und zwar, wir haben hier ein eindeutiges Ergebnis. Die Watch hat wieder mal gewonnen. Ich frage mich, wie soll ich dieses Wort überhaupt noch machen? Immer kommt diese Watch nach vorne. Also gut, machen wir das so. Aber ihr hattet die Chance. Denn ich finde nämlich eigentlich, ihr denkt vermutlich, ja gut, beim iPhone gibt es nicht so viel zu erzählen. Das mag wohl stimmen. Aber die Dinge sind von großer Bedeutung. Also ich finde, welche Watch man jetzt hat und so, meistens guckt man halt auf die Uhr. Ne? Aber so ein iPhone X in der Max-Version kostet sehr viel. Wenn es dann zu groß ist, dann hat man das ein Jahr lang in seiner Hosentasche und so weiter. Also ich finde, es ist schon wichtig, irgendwie, dass man da die richtige Entscheidung trifft. So, kurze Geschenkbox hier auspacken. Was habe ich? Also erstmal habe ich natürlich das XS und das XS Max. Hier könnt ihr schon mal sehen. Ne? Sie sind noch ein bisschen unterschiedlich eingestellt bei den Bildschirmen. Ne? Das hat schon so diesen Geldmodus drin. Das brauchen wir nachher für die Jörn-Cam, dass wir das dann nachher schön sehen können. Ja? Und vielleicht sollte ich es mal so halten, dass man die Größenverhältnisse, ne, wenn ich jetzt mal so vor mein weißes T-Shirt halt vielleicht, da kann man schon sehen, da ist es ein Größenunterschied. Ne? Aber jetzt so irre ist es gar nicht groß unterschiedlich, wenn wir nachher noch genau erforschen. Also das haben wir. Dann haben wir die neue Apple Watch 4 schon an meinem Handgelenk und die bisherige Apple Watch 3, da können wir dann schön vergleichen, wie viel kriege ich wirklich mehr
oder werden einfach jetzt die Buchstaben um 3 Pixel größer und man fragt sich, was soll das? Ja? Dann habe ich einen Blick auf die Verpackungen. Vermutlich haben wir dazu nachher aber keine Zeit. Das ist nur praktisch so für alle Fälle, falls uns gar nichts mehr einfällt. Ja? Das ist die Verpackung von der Watch 3. Und das ist die neue Verpackung von der Watch 4. Und das ist nur die Uhr drin. Nochmal zum Vergleich hier. Das hier, ich leg's mal hier so drauf, ja. Das da ist die Uhr und das ist die ganze Verpackung, ja. Das darfst du glauben, weil Apple ja normalerweise sich Mühe gibt, möglichst effiziente Verpackungen zu machen. Und das Armband, das wird dann nochmal separat unten drunter so mitgeliefert. Man hat praktisch so zwei so Pakete. Ja. Also man fragt sich, was ist da drin? Muss man aufmachen, schnell, weil ich weiß selber gerade gar nicht mehr. Also hier in diesem Geschenk, Dings dann, da ist so lustig, hier sind dann eben diese zwei Pakete drin, das Band und die eigentliche Watch. Wenn man es jetzt hier aufmacht, ja, dann kann man sehen, ist hier in so einem kleinen Tütchen, in so einem kleinen Velour-Tütchen, ja, ist dann da die Watch drin, die habe ich jetzt also schon am Handgelenk. Und dann hier die Zubehör, ne? Also hier Kabel und 5 Watt Netzteil und so weiter und that's it. Ja? Also eigentlich ist der Platz ganz gut genutzt, dadurch durch die Kabel und so weiter, also das ist gar nicht so dumm. Also macht auf jeden Fall irren Spaß, das auszupacken, diese schönen Apple-Pakete hier, alles so akkurate 90 Grad Winkellinien und so, schon toll. Ne? Und ich habe ja die Edelstahl-Version, die hatte ja immer so ein bisschen eine besonders aufwendige Verpackung, dass man so das Gefühl hat, oh, das ist was Besonderes und so. Ja. Aber zu dem Preis, finde ich, da erwartet man ja auch so ein bisschen was. So, also das habe ich. Dann, das ist mal so ein Armband, dann das Paket hier von 10S Max. Riesending. Ja. Können wir da noch mal gucken, aber im Grunde das ist nichts Neues, das Paket, wie ihr kennt. Dann habe ich hier aus dem Apple Store brandneu ein iPhone XS. Hier. Ja, und da könnt ihr mal sehen, wie. Oh, das ist auch sehr leicht. Sehr dünn ist es, aber auch sehr leicht. Ja. Silicon Case. Ist das nachher nur das Case? Was haben die mir dann da verkauft? Das war auch komisch billig, ehrlich gesagt. Ne? Naja. Also das und hier ein brandneues iPhone XS. Unausgepackt. Ihr seht vielleicht so diesen Glitzer von dieser Xellophan-Packung. Und das ist eine Leihgabe eines Zuschauers, der namentlich nicht genannt werden will. Habe ich nicht gefragt, weiß ich nicht. Ja. Und der hat gesagt, ich bin erstmal im Urlaub, hol's mal für mich ab in Frankfurt. Und das habe ich gemacht, abgeholt. Und jetzt können wir es aufmachen, aber es sieht ja genauso aus wie das iPhone X. Deswegen denke ich mir, wenn es einen wichtigen Grund gibt, dann machen wir es auf. Und ansonsten lassen wir dem den Spaß, dass er es selber schön aufmacht. Und dann nehmen wir einfach mal ein iPhone X, ne, und dann tun wir einfach so, für die Idioten auf YouTube, ja. Dann nehmen wir einfach mal ein iPhone X mit Sarus, wäre das XS, dann hat eh keine Ahnung. Außer, dass ich vielleicht leicht erröte, weil sowas bin ich nicht gewohnt hier bei MacTV. Ne? Da muss ich schon mal ganz ehrlich sagen, ja? Dass hier solche Methoden sich einreißen. So, ich habe noch mehr. Und zwar einen Haufen Bänder. Da können wir nämlich nachher noch sehen. Hier das Edelstahlband, Lederarmband, Plastikarmbänder, blau, rot, grün, noch ein Lederarmband und so weiter. Da können wir nachher sehen, ob die noch auf der Apple Watch passen. Dann habe ich hier noch einen Haufen Netzteile, Halterungen, Notakkus, was man so braucht für die Sendung. Und eine Hülle mit Zusatzakku. Und all das werde ich nachher zu einer wunderbaren Sendung verknüpfen, wo man sich denkt, Mensch, von wem hat er das? Ja. Früher bei meinen Omas und Tanten war das so, man hat denen dann irgendwie voller Stolz seine erste Sendung gezeigt und alle so gar nicht zugehört. Ja. Aber das Hemd steht ihm aber überhaupt nicht und so. Ja. Aber quasseln kann er, wo hat er denn das her? Das hat er doch von Onkel Heinz und so. Und dann sage ich, Mensch, hör doch mal zu, wie ich. Ach, fern vor die Säule. Ihr kennt das Problem. Willkommen, liebe Zuschauer, live bei MacTV. Live-Test vor laufendem Publikum. Was kann da schon schief gehen? Und der Gerd, ihr seht schon, ist heute nicht da. Der hat irgendwie einen ganz rasend wichtigen Termin, vermutlich bei Apple. Und deswegen bin ich hier alleine und mit euch und vielen Leuten, die zuschauen und Kommentare machen und Votings. Und ich werde euch kurz erzählen, was euch erwartet.
Und während ich das mache, machen wir gleich das erste Voting. Und zwar würde ich ganz gerne von euch wissen, wer von euch, und zwar unter denen, die überhaupt eine Apple Watch haben, welche habt ihr? Version 1 und 2 oder Version 3 oder 4? Da bin ich mal gespannt, wie das rauskommt. Was haben wir hier im Studio? Wir haben die Version 4, logischerweise. Das wäre jetzt auch irgendwie eine große Überraschung, wenn wir die gar nicht hätten. Dann haben wir zum Vergleich die Watch 3. Sieht ihr schon hier vorbereitet, das werden wir nachher genau filmen. Dann haben wir außerdem das iPhone XS Max, das XS und das X und alles andere von Apple. Aber das zeigen wir euch in einem Beitrag, den wir anschließend machen. Falls ihr es verpasst habt, guckt mal in unserem Filmarchiv. So, und ganz am Anfang müssen wir natürlich erstmal dem neuen Design, der neuen Watch, so ein bisschen die Ehre geben. Und zum großen Entsetzen unserer Regie werde ich jetzt die mühsam eingeprogrammierte Kameraeinstellung nochmal herausfordern, indem ich es mal hier an mein Handgelenk anflansche und mal gucken, welche Kamera mich einfängt. Dann könnt ihr das mal hier angucken. Ja, also das ist die neue Apple Watch. Und ihr seht, dass sie flacher aussieht, als ihr das gewohnt seid. Aber es kann auch sein, dass das ein bisschen täuscht. Ich werde das nachher noch im genauen Vergleich zeigen. Und jetzt seht ihr es ein bisschen auf dem Kopf. Deswegen werde ich jetzt mal sie runternehmen und mal umdrehen. Und dann sieht es nämlich so aus. Guck mal. Ja. So seht ihr es nachher. Und ihr seht dieses neue hysterische Watchface, wo ich noch nicht so richtig sicher bin, ist das nicht ein bisschen too much? Ist das nicht so ein bisschen Angeberei? Oder ist das genau das, was man gerne hätte? Und ich kann nochmal rüberswipen auf ein anderes Watchface. Das ist dieses neue Modular-Info-Graph, vollgepackt mit Informationen. Zum Vergleich, die normale Utility-Watch, die ich aber eigentlich ziemlich gut finde. Ich benutze die gerne. Vielleicht finde ich die sogar besser, weil sie weniger hysterisch ist als dieses. Daran muss man sich echt so ein bisschen gewöhnen, dass die Augen so ein bisschen wissen, wo sie hingucken müssen. So, jetzt halte ich es mal so in die Kamera. Ja. Und jetzt sind wir praktisch in dem Bereich, wo wir erstmal die iWatch, die Apple Watch als Ganzes so ein bisschen würdigen. Und wir haben natürlich hier im Studio jede Menge Glitzer, Glatzer, Scheinwerfer. Und das strahlt natürlich hier super. Das ist die Edelstahlversion. Einfach ohne irgendwas, also einfach, also praktisch ist nicht die schwarze Version, Space Black oder so, oder Gold, einfach nur so, ganz klassisch. Ja. Und ich es jetzt mal so hinhalte, ja, lasst mal dieses Bild so ein bisschen auf euch wirken. Ja. Dieses große, schwarze, futuristische Display, dann eine relativ dünne Watch, kann aber auch täuschen, will ich schon mal vorsichtig dazu sagen. Ja. Ich meine, das ist doch schon eine Watch, mit der man sich irgendwie sehen lassen kann, dann geht sie an, zack! Super fein aufgelöstes Display. Und nochmal von der Rückseite her sieht man diese neuen Sensoren. Ja, dieser mit dem EKG, ne, dann hier praktisch werden so Plus-Minus-Strömchen aufgefangen und gesendet, logischerweise. Dann sehen wir dieses eine Auge, wenn wir nachher noch genauer erforschen. Und die Rückseite ist aus Keramik, wobei dadurch, dass es jetzt so glitzert, denkt man sich komisch, Keramik ist doch irgendwie eher so ein bisschen stumpf. Ja? Aber das ist praktisch hier dieses äußere Element ist Edelstahl und das innere Element ist Keramik und hat noch so ein Finish irgendwie, das dann so glitzig ist. Also es ist also ganz, wie es fühlt sich an wie Glas, vermutlich ist auch irgendwie so ein bisschen mit Glas beschichtet. Früher war das ja mit Saphir und ich denke mal, dass das immer noch mit Saphir unten bestückt ist. Das können wir nachher nochmal genauer ausklamüsern. Zum Vergleich habe ich hier die bisherige Apple Watch. Ja. Und ich denke mir immer, wenn wir es praktisch jetzt schon immer so hätten, wie es jetzt neu ist, ne, also immer schon so neu, ja, wäre das dann irgendwie cooler, jetzt so vier Augen da zu haben? Ich weiß nicht. Also ich finde irgendwie, das erinnert mich an Odyssee im Weltraum, da mit diesem einen Auge da, dass danach fängst du noch an zu reden. Ja, so, hallo Dave, ja, wie geht's? Ist aber auch nicht schlecht. Und hier sieht man eher, dass das unterschiedlich ist. Also hier Edelstahl und dort eben Keramik. Und diese kleinen Augen, die sind wiederum mit Saphirglas, was ja sehr teuer ist. Ja. Und ich kann mir also nicht vorstellen, deswegen habe ich praktisch das noch offen gelassen, ob das Ganze hier mit Saphirglas bestückt ist. Aber das wäre, glaube ich, viel zu teuer. Also das ist so ein bisschen Mysterium, weil man diese Unterbrechung, die man hier sieht, hier an der Seite,
Ne? Praktisch Plus-Minus-Pol wird so leicht unterbrochen, sieht man hier und hier. Ja? Das fühlt man gar nicht. Wenn ich da so drüber gehe, ist komplett glatt. Ja. Okay, die Rückseite. Dann nochmal hier auf dieser Seite der Lautsprecher. Dann auch mal ausprobieren. Der ist ja verbessert worden. Und hier, sehr interessant, dieser Knopf, der sitzt nämlich absolut bündig zum Gehäuse. Und ich werde jetzt mal so drehen, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt, dass der absolut bündig ist mit dem Gehäuse. Ja. Ich versuche da so ein bisschen so einen 3D-Eindruck jetzt zu machen. Ja. Also absolut bündig. Und nochmal zum Vergleich bei der Watch 3. Da kann man sehen, dass der Button hier so ein bisschen hervorstach. Ja, da kam es so ein bisschen raus. Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt halten muss, ja, dass ihr das so ein bisschen 3D sieht. Also ihr seht, der kommt so ein bisschen raus, der guckt so raus. Ja. Und wenn man es aber bedient, also man hat die Watch einfach so irgendwie und dann drückt man einfach so drauf, irgendwie so aus Schnaffke, ja, das ist gar kein Unterschied. Also es lässt sich absolut super bedienen, man muss auch nicht groß suchen, sondern man drückt einfach drauf und hat sofort den Knopf, ja, hier, zack. Und der drückt sich auch gut, also das ist irgendwie überhaupt kein Thema. Ich finde es sehr schick gelöst, weil so Schlichtheit in diesen einfachen Formen, ja, das ist jetzt ein bisschen, kann plump sein, aber wenn das sehr perfekt gemacht ist, dann kann es auch sehr edel sein. Und deswegen finde ich es gut, wenn das dann alles abgeschliffen wird. Also, das ist erstmal die Apple Watch als Designstück. Und ich würde ganz gerne mal gucken, wie unser Voting ausgegangen ist. Und zwar habe ich euch gefragt, welche Watch habt ihr denn? Die 1 und 2 haben 47%, der Rest die Watch 3 und die 4. Sehr viele schon, 19% haben schon die Watch 4. Und wir können vielleicht vereinbaren, wenn ich euch jetzt öfter mal frage, irgendwie habt ihr schon so und so, oh na, bei dem iPhone-Bericht, wenn ihr so mich habt, aber es liegt schon im Briefkasten oder habt schon bestellt und so, dann könnt ihr auch drauf drücken mit ich habe schon, ja, weil ich glaube, das ist eine Woche hin oder her, ist ja auch egal. Ja. Viele gucken ja auch die Beiträge dann im Archiv. Dann ist es ja praktisch richtiger als richtig richtig. Ne? So halb richtig ist manchmal richtiger als richtig richtig. Ihr versteht, was ich meine. Ja? Gut, also das ist die Watch vom Design her. Und jetzt gucke ich mal schnell, was ihr für Kommentare schon geschrieben habt. Zu den Watchfaces und so weiter komme ich jetzt gleich ausführlich. Gibt es denn schon irgendwas zum Design? Da sehe ich zum Beispiel einen hier von Cyber Warrior 2K und er sagt, die Edelstahlversion ist wunderschön, unbedingt mal mit Gliederarmband zeigen. Soll ich das machen? Ich habe nämlich das Gliederarmband tatsächlich hier. Wollte ich eigentlich nachher zukommen? Ich komm nachher dazu. Ich werde nochmal verschiedene Bänder zeigen, auch um zu gucken, wie gut sie von der Watch 3 kommen. Da habe ich die ja bezahlt und gekauft, wie sie dann bei der Watch 4 aussehen. Ja? Also ist praktisch noch etwas, was wir gleich machen werden. Dann. Also für mich ist das neue Watch Face genau richtig. Da ich die Apple Watch nicht als Uhr zum Zeitanzeigen benutze, sondern als Organizer an der Hand. Ich möchte daher die für mich wichtigen Infos, Termine, Wetter, wichtige To-Dos etc. möglichst direkt im Überblick haben. Okay, wir merken uns das, weil gleich komme ich zu den Watch Faces und dann gucken wir mal, ob uns das allen so einleuchtet. Die neuen Watch Faces sieht meiner Meinung nach mit weißem Zentrum am besten aus. Ganz schwarz finde ich eher langweilig. Okay, aber wenn es schwarz ist, dann verschwimmt so ein bisschen die Software mit der Hardware, weil man nicht weiß, wo hört das Display auf und so. Das gucken wir aber uns nachher noch mal ganz genau an. Ich finde die geringere Gehäusedicke schon spürbar, wobei die Uhr insgesamt der Kracher ist. Okay, dann würde ich sagen, widmen wir uns mal diesem Thema mit der Gehäusedicke. Das passt noch am ehesten so zum Thema Gehäuse. Ich halte die jetzt mal so hin, dass sie ungefähr so. Okay, das Armband ist jetzt unterschiedlich. Ja. Irgendwie, wenn ich es nochmal so hindrehe. Oder können wir nehmen, ich versuche mal, das in die seitliche Kamera zu halten. Irgendwie so vielleicht. Also ich drehe das so ein bisschen. Irgendwie wirkt die deutlich dünner. Na. Okay. So. Dankeschön. Jetzt werde ich sie nochmal in der Jörn-Cam zeigen, dazu muss ich sie kurz abnehmen. Und da finde ich, ist es deutlich. Ich halte sie mal so ein bisschen auseinander, damit ihr sehen könnt, wo was auf und anfängt, wo aufhört.
weil praktisch dieses schwarze, der Rücken, der verführt einen so ein bisschen, das so ein bisschen falsch zu beurteilen. Ja. Und da könnt ihr sehen, irgendwie wirkt es deutlich dünner. Jetzt irgendwie wirkt es relativ ähnlich. Dann, nächster Kommentar. Die Krone geht schwerfälliger als zuvor. Ist das bei dir, Jörn, auch so? Gut, dass du sagst, wie du meinst. die Krone ist, finde ich, bei beiden ziemlich ähnlich. Aber wenn die Software ins Spiel kommt, da hat ja die neue Krone so einen Widerstand. Und der ist schon deutlich. Dieser Widerstand ist zweifach. Einerseits macht es so einen Klick, ja, als ob das so ein bisschen einrasten würde. So macht es so ein bisschen. Und das hilft dann, wenn man zum Beispiel einen Timer einstellt. Und ich kann euch das kurz demonstrieren. Ich gehe mal hier in die Watch. So. Und jetzt habe ich hier so einen Timer. Oder hier am besten noch so einen Countdown-Timer hier. Klicke ich mal drauf. Jetzt habt ihr diesen Countdown. Ich gehe mal hier auf beliebig. So. Und jetzt habt ihr diesen Rolodex-Effekt. Ja, und wenn ich jetzt hier immer diese, es rastet ja so ein, ne? Zack, das rastet dann die 8 ein und so. Man kann ja nicht zwischen diese Ziffern kommen. Ja? Und da habe ich jetzt immer so einen kleinen Puck. So einen Puck-Puck. Ja? Und der ist schon irgendwie deutlich und der macht doch einen Widerstand. Der rrm, 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 so geht es jetzt die ganze Zeit. Ja? So. Und das ist irgendwie einfach nur ein Widerstand, wenn man das so schnell macht. Aber wenn man versucht, so eine Zahl zu erwischen, ich versuche jetzt mal die 22 zu erwischen, ja? Dann, pück, dann macht es so ein. Und da ist es irgendwie hilfreich, so, ah, jetzt habe ich es erwischt. Ja. Bei manchen Dingen, nehmen wir an, man hat nur so 2, 3, 4 Einstellungsoptionen. Zum Beispiel bei den Watch Faces. Ne, die werden so auch so in so rund so weg. Ne. Also, ihr werdet nachher sehen, man wählt diese Watch Faces aus, aber die kommen nicht so zum Vorschein, wie das früher war, wie so ein Rolodex-Effekt, sondern die kommen so zum Vorschein. Ne. So in so einer runden Bewegung. Und dabei bauen sie erst so ein bisschen Spannung auf, man, und dann, zack, dann löst sich das. Ja? Und das spürt man auch auf dieser Krone. Ne? Es baut sich erst Spannung auf und dann, zack, ist es drin. Ja? Das ist cool. So, vielen Dank für die Kommentare. Und jetzt kommen wir zu den Watch Faces. Das ist dieses neue Infograph Watch Face. Und es hat 8 Komplikationen. Wenn man will, auch eine 9. Hier diese Schrift hier oben, 13 Grad bewölkt, gehört zu dieser Komplikation. Wo man gerade so diese Wolke sieht. Also gehen wir mal durch. 1. Ups. Ja, hier erzählt jeder Tipps. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die alten Komplikationen funktionieren dabei nicht. Sondern in dieses neue Watchface passen auch nur die neuen Infograph-Komplikationen. Und mit einem Force-Touch kann ich sie dann konfigurieren. Ich zeige euch erstmal, was passiert, wenn ich drauf drücke. Also, hier haben wir ja die aktuelle Temperatur. Und drunter haben wir Minimum- und Maximum-Temperatur. Das sind hier 6 Grad und 22 Grad. Und in diesem Graph, der dann noch drunter ist, seht ihr noch so einen kleinen Punkt, der sagt, wo man in dieser Skala sich jetzt befindet. Also wir dürften uns jetzt praktisch dieser 6 immer mehr annähern, weil es ja schon abends ist. Ja? Im Moment sind wir bei 13. Also absoluter Informations-Overkill, noch mit Graph und so weiter. Und Apple hat ja hier diese Aktivitätsringe auch mit Fortschrittsbalken. Ja? Und dann kann man zum Beispiel sehen, hier ist ein Fortschrittsbalken. Wenn hier diese Aktivitätsringe wären, wären es 3 Fortschrittsbalken. Hier ist ein Fortschrittsbalken und so weiter. Also das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Ne? Und okay, ich tippe jetzt mal irgendwie drauf. Zum Beispiel hier auf Wetter. Da habe ich ja schon öfter mal aus Versehen drauf getippt. Und jetzt kann ich hier scrollen und dann sieht man auch mehr Informationen. Luftqualität, UV-Index, Wind und dann eine Wochenvorschau. Ja, mit einem Tipp. Und dafür gibt es ja diesen Time Travel nicht mehr, dass man jetzt einfach mit der Krone so nach oben und unten wischt. Ja? Und dann kriegt man praktisch so eine Vorschau über die Zukunft. Das macht man jetzt dann einfach so und dann hochwischen hat man es auch. Dann gehe ich mal auf Favoriten.
Das ist hier der Favorit, mein Bruder zum Beispiel. Und dann kann ich hier sofort anrufen, wenn ich drauf tippe, fragt er mich noch schnell FaceTime Audio oder irgendwas, ja, anrufen. Und die ist jetzt gekoppelt mit dem iPhone XS Max, wo ich also keine SIM-Karte drin habe, deswegen, wenn ich jetzt hier anrufen würde, dann würde da Folgendes passieren. Man wird dann sofort fehlschlagen, ne? Nur dass ihr mal halt diese Grafik gesehen habt, okay, abbrechen. Und das ist das. Wenn ich jetzt, das war interessant, wenn ich jetzt, ich mache das nochmal. Also hier sind die Favoriten und jetzt will ich aber anrufen, der gar nicht mein Favorit ist. Trotzdem kann ich das machen. Dann gehe ich hier oben auf Info und habe sofort meine ganzen Kontakte. Und wenn ich schnell scrolle, dann kriege ich hier oben auch hier diesen Buchstaben. Und dann kann man eben ganz schnell doch noch jemand anderen wählen. Ja, finde ich sehr nett. Und man kann dann, wenn man nochmal zurückgeht, also wieder hier oben auf das Menü, Favoriten, Anrufliste, Kontakte und sogar einen Ziffernblock für, weil es ja um Anrufe geht, ne, mal schnell die Polizei anrufen, 110 und so weiter. Ne. Also, da wird schon relativ viel geboten mit sehr wenigen Tabs. Ja, wer das so braucht, so im Business und so, für den ist das eine gute Sache. Das hier mit der Musik, da denkt man sich, das ist dann immer schön, diese What's Now Playing-Ansicht. Aber stattdessen ist es der eingebaute iPod sozusagen. Ja, da kann man jetzt eine Mediathek auswählen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier Musik, die sich auf dem iPhone befindet, auswählen. Und da gehe ich jetzt zum Beispiel mal in Playlists und dann hier Bar Grooves. Und jetzt lädt es. Und falls ihr das jetzt mal hört, ja, ich halte es mal an mein Mikro. Das läuft aber jetzt auf dem iPhone. Das Coole ist, dass jetzt in allen Watchfaces hier oben, wo eben noch dieses Nicht-Stören-Signal war, ja, dieses Icon war, da ist jetzt das Rote. Ich swipe mal so durch, da könnt ihr sehen, auch da ist das Rote. Ja. Oder auch hier, die alten Watchfaces, überall kriege ich hier dieses Rote. Wenn ich drauf tippe, bin ich sofort bei What's Playing. Das Gleiche kann man auch konfigurieren, dass wenn man die Watch aktiviert, dass dann immer sofort, wenn Musik läuft, dieses What's Now-Ding da angeboten wird. Ja, das finde ich im Grunde ganz gut. Ich gehe wieder zurück zu meinem Infograph-Dings und habe da jetzt also dieses Now Playing. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich meistens sowieso Musik vom iPhone abspiele und nicht von der Apple Watch, dann ist diese Komplikation hier eigentlich unnötig. Dann kann ich da irgendwas anderes machen. Ja. Und also ein effizienter Gebrauch dieser Komplikationsplätze. Und ich persönlich hatte Schwierigkeiten, überhaupt genug Anwendungen zu finden, um diese ganzen Plätze zu füllen. Weil ja, so viele Sachen gibt es also gar nicht. Ja, Wetter, Countdown-Timer für den Pizzaofen, ja, vielleicht irgendwie die Liebste oder den Liebsten noch irgendwie als Favorit und so weiter. Das WatchOS hat es ja eingeführt, dass man schnell zu anderen Watchfaces wechselt. Jedes Watchface ist ja eine Kollektion. Zum Beispiel man hat ein Sport-Watchface, wo dann eben alles zusammen ist, was man so zum Sport braucht. Oder ein Ich bin unterwegs oder ich bin am Flughafen-Watchface oder ein Büro-Watchface und so weiter. Also man ist gar nicht darauf angewiesen, sein ganzes Leben und was man je benutzen könnte, in ein Watchface zu packen. Aber wenn man das will, dann kann man das gerne machen hier mit diesem Infograph. Aber selbst dann wird es irgendwie schwierig, ja? Finde ich persönlich. Also ich weiß nicht, ob das mein liebstes Watchface wird. So, jetzt lass uns mal schnell eins konfigurieren. Und zwar nehme ich jetzt mal als Sonderfall das hier oben. Warum ist das ein Sonderfall? Weil, guckt mal genau hin. Ich habe hier ja das Wetter und hier habe ich nochmal das Wetter. Was soll das? Dahinter steckt Folgendes. Hier ist das Wetter und hier ist die Wetterumgebung. Und das gucken wir mal genau an mit einem Force Touch, anpassen. Und jetzt kann ich hier die verschiedenen Plätze antippen. Da muss man aber gucken, dass einem das so gelingt. Ihr seht, es ist hier grün geworden. Jetzt wird das grün. Ja. Jetzt habe ich das da oben. Ah ja, man denkt irgendwie, diese drei da, dieses Herz, das ist umrandet. Aber guckt mal genau hin. Hier außen ist ja noch eine grüne Umrandung. Ja. Das zählt alles jetzt zu dem, was da so pulsiert. Deswegen pulsiert es ja auch so, hey, hallo, hier, ich bin gemeint. Ja, okay. Jetzt gehe ich mit der, jetzt gehe ich dahin. Jetzt ist dieses mit dem Spannung aufbauen. Ihr seht, ne, es baut zur Spannung auf. Ja, jetzt und dann so, zick. Ja. Das hier ist die Windrichtung. Das sind die Wetterbedingungen. Das kann man hier sehen, ja, Wetterbedingungen. Und das ist nur das Wetter. Und da könnt ihr sehen, das ist das Gleiche, das, was ich hier oben hatte. Das hat den Vorteil, dass man einfach auf einen Schlag sofort sieht, 13 Grad, fertig, ja. Und hier sieht man eben, ob es regnet und so weiter, das sieht man hier nicht.
So habe ich das gemacht. Dann gehen wir mal hier runter zu den Favoriten. Und da kann man jetzt mal den Gerd nehmen. Ja, oder wenn, was weiß ich, mit welchen Leuten ich da irgendwie gerade zu tun hatte. Diese Liste, die ihr jetzt durchgeht, ja, die wird automatisch befüllt. Also wie man da jetzt jemand ganz anderes da reinbringt, ja, vermutlich sind es Leute, die mal sowieso in euren Favoriten irgendwie drin sind, so, keine Ahnung. Ja, hier Herzfrequenz, dann Luftqualitätsindex, LQI, ja, Mondphase, Musik, Shazam, zum Erkennen von Musik, falls ihr das nicht kennt. Ne? Aber ihr könnt auch einfach zum Beispiel Siri fragen, hey, wie heißt denn dieser Song und so, dann sagt er ihm das, ja, Timer, Training, gucken wir uns das noch genau an, UV-Index, Walkie-Talkie-Funktion, neue App, Weltuhr, und das müssten also ein paar Weltuhren sein. Ne? Was war das jetzt hier? Cupertino, haha, New York City, Berlin und so weiter. Dann nochmal das Wetter, Wetterbedingungen, Wind, und das war's. Das ist das neue Modular. Ich kann euch mal zeigen, wie das alte aussah. Das sah nämlich, das ist übrigens eines der coolsten. Moment. Das muss man, glaube ich, irgendwie aktivieren oder sowas. Wir haben das mal irgendwie so in einer Sendung mal geladen. Hier, dieses Pride Face, ja. Mit dem weißen Armband, nee, zeig mal hier, ja. Mit dem weißen Armband und diesem tiefschwarzen Display und diesen knalligen Farben sieht es einfach scharf aus. Was das bedeutet, weiß eh kaum einer. Also ich finde das viel stylischer als so diese Durcheinander-Faces irgendwie. Das ist mir alles so hier, da wollte ich eigentlich hin, ja. Das alte Modular-Face. Man konnte ja nicht die Uhrzeit mal groß in die Mitte bringen und so, war das war irgendwie so ein bisschen verunglückt. Und das jetzt zum Vergleich. Dieses da hat schon mehr Möglichkeiten. Also, kann man jetzt die Uhrzeit in die Mitte bringen? Nein, das kann man nicht. Trotzdem werden wir es mal konfigurieren hier. Das Ding ist das da. Ja? Dass man nämlich dort grafische Anzeigen hat. Zum Beispiel habt ihr hier eine Wetteranzeige. Jetzt und dann immer eine Stunde weiter. Also das heißt, guckt auf die Uhr. Ja? Gehe ich jetzt sofort joggen? Oder lieber nach dem Abendessen. Dann könnt ihr es praktisch hier auf einen Schlag sehen mit den Icons. Ja. So, jetzt werden wir das mal konfigurieren. Ja. Also, das ist jetzt Kalender. Die Herzfrequenz. Das ist ja immer nicht schlecht, oder? Aktivität. Das sind praktisch diese Ringe, nur halt in einer anderen Darstellung. Dass ihr genau sehen könnt, wann wart ihr praktisch wie aktiv. Ja, also praktisch diese zeitliche Achse kommt noch hinzu. Das heißt, dann die Aktien. Dann nix. Und das war's schon eigentlich. Wetterbedingungen, ja, das war's schon. Ihr seht, da geht es jetzt nicht weiter. Ne? Also, ich wollte euch ja zeigen, dass man nicht alle Komplikationen überall zur Verfügung hat. Und das ist jetzt so ein Punkt, wo das halt uns gekniffen hat. Und das sind jetzt diese neuen hier mit diesen Partikeln. Das sind ja einfach nur Videos, die gemacht wurden. Und das kann man umschalten, wenn ich das hier anpasse, ob man Feuer haben will oder Wasser. Oder halb-halb. Machen wir auf Wasser. So. Und jetzt sieht es so aus. Ehrlich gesagt, auf Apples Webseite sieht es irgendwie spektakulärer aus. Und man muss ja dann immer drauf tippen, um das zu aktivieren. Weiß ich nicht so richtig. Also, das sind die Watch Faces. Und der große Knackpunkt ist, hilft mir das, dass ich so viele Komplikationen habe, viel im Blick, kurze Wege zu den einzelnen Funktionen, die ganzen Buttons und so weiter, ja. Oder ist mir das am Schluss vielleicht alles zu viel oder vielleicht auch einfach zu klein? Vorsicht, Brillenträger, also falls ihr Brillenträger seid, die immer eine Brille aufhabt, ja, dann ist es vermutlich kein Problem, aber falls ihr so Leute seid, die halt irgendwie zum Lesen eine Brille nehmen und so, eine kurze Uhr und so, ja, da kann das dann schon, weil die Buchstaben sind so winzig teilweise. Lasst mich mal schnell ein Voting für euch vorbereiten, und zwar, wie findet ihr die neuen Watchfaces, also diese Infograph und Infograph Modular? Und dann kann ich es mal so in diese Kamera so ein bisschen halten und dann mal so aktivieren. Ja. Geht es hier so in der Kamera? Gebt dem Stefan eine Sekunde, dass er es einfangen kann. So. Ja. Und jetzt sieht man das jetzt hier so, ne? Mit dem weißen Armband, da, ja, zack. Ja. Ja. Also vielleicht ist das jetzt aber
auch noch ein Stückchen too much. Und Stefan, könntest du mal ein bisschen wegzoomen mit der Kamera, also dass wir einfach ein bisschen nicht so nah, dass es nochmal irgendwie realistischer aussieht, also dass man nicht so drauf gestoßen wird, ja. Ja. Also wie wird es aussehen, wenn er praktisch jetzt einfach so, ne, am Schreibtisch irgendwie, also sieht er aus wie die Affen oder nicht, ja? Und ich halte es jetzt mal so irgendwie so hin, ja? Und ihr bestellt euch einen Kaffee, ja? Wie sieht es so aus? Also ich finde ja so Farben, wenn sie passen, irgendwie gut, aber so dieses Weiße gibt es jetzt nicht zum Beispiel rot. Ne? Das Rot gibt es dann nur auf schwarzem Hintergrund und nur die Zeiger sind dann und das Ziffernblatt ist dann rot, aber nicht so dieser ganze Hintergrund, ja? Das heißt, so eine spezielle Weiß-Edition irgendwie so ein bisschen, ne? Naja. Okidoki. Kann man mal machen. Weiß nicht. Ich bin total unschlüssig, ob ich das irgendwie gut finde oder irgendwie too much. Und was ich noch sagen wollte zu dem Kommentar eben, ja, das ist jetzt zum ersten Mal eine richtige Smartwatch, wäre alle Informationen dicht gepackt und so weiter. Das Gehirn und die Augen müssen aber doch schon auch ziemlich viel Noise, also viel Informationsoverflow, so, also ein bisschen wegfiltern, ne? Dass man das nur das sieht, was man eigentlich sehen will. Wenn man das schon gewohnt ist, dann weiß man immer, ah, oben links ist immer das Wetter und so. Aber ich bin immer noch dabei, viel auch so wegzuschaffen und mich jetzt darauf zu konzentrieren, was wollte ich denn jetzt hier gerade. Ja? Dann CPU und Performance kann ich kurz erzählen. Schwer zu messen. Man kann ja keine Benchmarks machen auf dem Ding. Ja. Man ist eher darauf angewiesen, wie fühlt sich's an. Ne? Ist es snappy? Sind die Animationen schnell? Und es war ja bei der Watch 3 eigentlich als Ärgernis so ein bisschen ausgemerzt. Das war okay, das hat Spaß gemacht. Früher war es ja so, bei der ersten Watch mit dem schwachen Prozessor, wenn man so durch die Watchfaces geswiped ist, ja, dass man immer so ein bisschen warten musste, dann das nächste und so, um die Watch nicht zu überfordern. Oft wurde irgendwie was so ein bisschen gestottert und so. Das war ja jetzt weg mit der Watch 3. Bei der Watch 4 ist es genauso und mehr kann man dazu gar nichts sagen, außer bei der Karten-App. Und die zeige ich jetzt mal noch mal ein bisschen genauer. Weil das ist eine App, ihr wisst, überall, wo Karten angezeigt werden, da humpelt die Watch doch ziemlich hinterher. Und deswegen werde ich sie jetzt mal hier auswählen und gehe auf Karten. So. Und jetzt will ich entweder suchen. Ich suche hier nach dem Hornbach Baumarkt. Kann ich also drauf tippen, wenn es nicht klappt. Ja. Hornbach Baumarkt. Dass es in Frankfurt ist, das muss er jetzt irgendwie selber kapieren. Und da haben wir schon Thom Baumarkt, Hornbach Baumarkt, heute geschlossen. Wunderbar, habe ich sofort die Info. Heute gehe ich da nicht hin. Da gehe ich jetzt hin. So, dann kann ich die Route gehen, Auto und so weiter. Öffentlicher Nahverkehr haben wir hier in Frankfurt noch nicht auf der Watch oder allgemein auf der iOS-Plattform. Also gehe ich Auto. So, und jetzt lädt er das. Zack, schon gefunden. Nicht schlecht, oder? Das ist schon mal irgendwie, ne, habe ich gleich hier ein paar Alternativen. Also das ist die Route, die er mir vorschlägt. Ich kann hier auf die Pünktchen gehen. Also, da kriege ich im Grunde noch ein bisschen mehr. 22 Minuten, 9,4 Kilometer. Und dann bekomme ich diese Anweisungen. Okay, schließen. Und wenn ich dann nochmal drauf tippe, dann bin ich sofort in diesem Vektorgrafik-Screen. Super. Also, so gut hat es bis jetzt bei mir noch nicht funktioniert. Auf dem Fahrrad konnte ich es noch nicht testen, wo man ja oft nur irgendwie mal kurz Zeit hat, irgendwie auf die Uhr zu gucken, links oder rechts und so weiter. Da hinkte dann die Apple Watch 3 leider auch ein bisschen dahinter. Ne? Man hat so geguckt, ah, links, ja. Und dann im Weglegen hat es gerade umgeswitcht. Nee, rechts, links war ja praktisch schon vor einem Kilometer und so. Ne? Hoffentlich ist die jetzt schneller. Das muss ich dann später nochmal testen. So, das ist also zum Thema CPU und Performance. Da gibt es für mich einen Daumen hoch. Und ganz gut passt da jetzt auch diese neue Hey Siri-Funktion, die hätte ich es bloß nicht gesagt, ja. Ruhe. Ja. Hier vier iOS-Geräte, ja. Einfach mit dem Arm hochheben. Und das mache ich aber jetzt in der seitlichen Kamera. Oder ich kann vielleicht einfach in der Porträtkamera mal machen. Wie ist das Wetter gerade? Ich muss ein bisschen nochmal. Wie ist das Wetter gerade? Sofort, ja. Okay, nochmal. Ich mache es nochmal aus. Wie viel sind 17% von 533? 90,61. So, und jetzt seht ihr, dass er zuerst per Stimme antwortet, dann erst zeigt das an. Ja. Dann die großartige Frage, für wen lohnt sich das Upgrade?
Und ich würde sagen, das Upgrade lohnt sich für alle, die nicht die Apple Watch 3 haben. Wer die Apple Watch 3 hat und außerdem so ein bisschen so ein Liebhaber ist und einfach Apple auch gerne auf diesem Weg folgt oder dem es schon einfach von der ersten Apple Watch klar war, dass man von 1 bis Version 5, ja, da muss man jetzt mal so diesen Weg mitgehen und sich nicht grämen, wann dann nach einem Jahr eine bessere Version rauskommt und so weiter. Ja. Deshalb hat man vielleicht sogar schon so innerlich so ein bisschen eingepreist, dass man da mal dabei ist. Ja. Für die Leute lohnt sich das Upgrade. Also ich gehöre zum Beispiel dazu, ich habe die Apple Watch 3 und ich denke mir irgendwie, ja, das ist so eine Uhr, der tut auch ein Update irgendwie ganz gut. Aber das ist schon auch so ein bisschen Luxus und brauchen tut man es eigentlich nicht. Bei der Apple Watch 1 und 2, finde ich, wird es Zeit für ein Upgrade, weil man sich dann auch so ein bisschen neue Anwendungsgebiete so ein bisschen erobert, wenn die Sachen einfach gut funktionieren und so smooth einfach sind und performant und so, das macht schon irgendwie Spaß. Und man hat ja mittlerweile die Möglichkeit, auch die günstigen Varianten mit Aluminium und so weiter zu wählen. Bänder hat man schon genug zu Hause und so weiter. Das kann man sich mal so ein bisschen gönnen. Ja. Ach so, die Bänder, da musste ich noch was zeigen. Und zwar, ich habe hier eine ganze Kiste voller Bänder. Und da können wir mal eins dran machen. Ich wurde gefragt über das Metallarmband. Und wir machen noch ein Lederarmband vielleicht noch dran. Und dann müssen wir Schluss machen. So. Und zwar sieht es so aus. Ich mache das jetzt hier mal ab. Könnt ihr hier sehen. Hier dieser Button ist so ganz fein versteckt. Hier, ja. Im Vergleich. Da war das, sah das irgendwie ein bisschen anders aus. Ne? Also eigentlich finde ich es fast, dass es auf der alten Watch hier so ein bisschen wertiger aussieht. Ja. Okay, also draufdrücken. Abziehen. So. Und jetzt muss man ein bisschen fummeln mit dieser Metallwatch. Die muss man so ein bisschen so. Und jetzt hier ein bisschen, weil es ja so wenig biegsam ist. Ja. So. Und jetzt könnt ihr das sehen. Letzte Schritte. Zack. Und jetzt gucken wir mal ganz genau hin. Und ihr seht, dass das sehr exakt abschließt. Ja. Und jetzt mache ich mal dieses super Verschärfte da an. Das mit dem Weißen, das passt jetzt irgendwie nicht. Mache ich mal schnell weg. Schwarz. So. Ja. Und ich halte es mal in eine andere Kamera vielleicht, ja. Und dass ihr mal seht, wie das so aussehen würde mit dem Gliederarmband. Das ist ja immer noch zu haben übrigens. Ihr müsst genau gucken, da gibt es irgendwie dann so eine Sektion, wo man diese Bänder konfigurieren kann. Ne? So ein, das heißt es dann irgendwie, hier geht zu den schäbigen alten Bändern und die kostet mittlerweile auch weniger. 300 irgendwas und so. Ja. Welche Kamera soll ich nehmen? Die 4. Ja, okay. Dann mach mal. Ja. So. Ja. Immer noch ein Hingucker irgendwie. So. Also, gut, das haben wir gesehen. Danke, danke, danke. Und damit würde ich auch eigentlich jetzt diesen Testbericht beenden. Wir haben noch nachher das iPhone XS und XS Max im Studio und anschließend noch die großartige Talkbox, wo ich 4 Anwender zusammengetrommelt habe, wo die meisten die Watch und das iPhone schon bestellt und benutzt haben und die dann ihre Einschätzungen zu Besten geben werden. Also verpasst nicht diesen Teil der Sendung. Und jetzt mache ich eine ganz kurze Pause und dann komme ich weiter mit dem Riesenteil hier, wo ich mich frage, wie soll ich das überhaupt unter die Kamera bekommen? Na, wird mir schon irgendwas einfallen. Also freut euch auf diesen weiteren Testbericht und bleibt dran. Bis gleich. Da bin ich wieder. Danke fürs Warten. Und ich könnte eigentlich dabei bleiben, wenn ich sage, da sind wir wieder. Denn der Stefan ist ja da auch dabei, wie so eine Krake, irgendwie mit seinen Joysticks hier die Kamera hin und her zu schicken. Ach, also wie so eine Achterbahn. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich diesen Apple Watch Test hinter mir habe. Jetzt kommt hier der nächste. Ja? Ah, viel zu lang.
Ganz schön schwierig, ja, so dieses Tempo beizubehalten. Man müsste eigentlich mal auf sein Sendekonzept gucken oder man müsste vielleicht mal Kommentare wegschaffen. Ich habe gerade festgestellt, dass irgendwas bei unserem Kommentarsystem nicht richtig funktioniert hat, sodass Kommentare, die ich schon vorgelesen habe, ne, das dreht sich dann immer so um, ja, und dann seht ihr die, das sieht ihr dann löschen. Und die blieben aber immer da weiter noch auf meiner Liste. Und das hat mich irgendwie total irgendwie irritiert. Da musste ich praktisch so, während ich hier noch vorgelesen habe, da schnell noch irgendwie alte Kommentare löschen und so weiter. Totaler Overload, Overkill. Ich glaube, ich werde die Sendung nachher irgendwie auf 20 Minuten zusammenschneiden, wenn ich Glück habe. Aber das ist eben Live-Grusel. Ja? So. Ihr wolltet interaktives TV, da habt ihr es. Ja? Und den gleichen Stunt, den machen wir jetzt mit dem iPhone XS Max. Ich werde mich im Wesentlichen auf das XS Max beziehen. Das XS sieht ja genauso aus wie das iPhone X und kann genau das gleiche wie das iPhone XS Max, bis auf ein paar wenige Sachen und die werde ich auch besprechen. Und im Blick auf die Uhr, wir haben ja gleich 21 Uhr, da sollte eigentlich praktisch unseren Talkboxern gesagt, ja, man weiß nicht so richtig, wann das anfängt. Nur 21 Uhr, man kann es schwer abschätzen und recht hatte ich. Ja. Aber da will ich jetzt nicht viel Zeit vertrödeln mit Zwischengeplänkel, deswegen würde ich sagen, schnell mal geguckt, ist alles in Ordnung? Habe ich hier meine Webseiten, meine ganzen Demos? Und ich habe auch noch eine Überraschung für den Stefan, von der er noch nichts weiß. Mal gucken, ob wir dann dazu dann noch kommen. Hier sind meine beiden iPhones. Mal gut einrichten. Stefan, in der Regie, wie sieht's aus? Alles klar bei dir? Alles klar. Willkommen bei MacTV zu einer besonderen Sendung. Wir haben das iPhone XS Max und das iPhone XS. Das ist genauso aus wie das iPhone X. Könnte das iPhone X sein. Im Studio und werden das ausführlich testen. Erwartet keinen zack, 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 irgendwie alles, was ihr wissen müsst in 5 Minuten, sondern der Spaß ist im Grunde, sich damit zu beschäftigen. Dreiviertel Stunde, je nachdem, wie lange es dauert. Also der Weg ist das Ziel. Vielleicht habt ihr es bestellt und wollt jetzt ein bisschen Zeit totschlagen und möglichst oft sehen und euch ein bisschen austauschen. Und das Ganze ist eine Live-Sendung. Also falls ihr da live dabei, dann könnt ihr Votings machen, Kommentare schicken, Fragen stellen und einfach euch so ein bisschen mit Technik beschäftigen. Denn das abzufrühstücken in irgendwie 10, 12 Minuten, das wäre ja super schade. Was wird euch erwarten? Wir werden diese Geräte vergleichen. Wir werden die wichtigsten Specs sagen. Wir werden Bilder zeigen zu den neuen Kameras. Werden viele Kommentare lesen von Zuschauern. Am Schluss sollen wir so ein bisschen abschätzen, soll man sich das kaufen? Lohnt sich das so viel Geld? Ja, für wen lohnt sich es, für wen nicht? Was bekommt man? Bekommt man wirklich so viel mehr beim Max als beim XS, dass sich das lohnt? Oder gibt es vielleicht auch Sachen, die dagegen sprechen? Das möchte ich ganz gerne, na, nicht beantworten, aber euch Informationen geben, dass ihr es euch selber beantworten könnt. Für jeden ist es ein bisschen unterschiedlich. Und Vorankündigung. Danach produzieren wir gleich oder strahlen auch live aus den nächsten Beitrag, nämlich unsere Talkbox. Da sind wir dann zu fünft und werden dann besprechen, wie wir es so persönlich finden. 4 Anwender, 3 davon haben das schon in der Hand und können euch dann nochmal so einen persönlichen Eindruck geben aus unterschiedlichen Blickwinkeln, was sie jetzt dazu sagen. Also, und am Anfang schwelgen wir einfach mal so ein bisschen im Design. Und jetzt bin ich mal gespannt, welche Kamera das jetzt hier einfängt. Das hier ist das neue iPhone XS Max. Und da ist es. Und wenn er mal darauf achtet, auf meine Hände, ich habe relativ große Hände, ja, das ist ein riesiges Display. Hier zum Vergleich, das iPhone XS. Und ihr werdet nie rausfinden, ob es vielleicht das X ist und nicht das XS, weil die ja gleich aussehen. Ja. Und das Tolle bei diesen iPhones mit diesen OLEDs, aber auch ohne, sind ja so diese allgemein bei Smartphones, ne, sagen wir mal ganz ehrlich, das sind ja diese strahlenden Displays. Bei den OLED-Varianten ist es so, dass das Display eben sehr dicht unter dem Glas liegt. Das ist praktisch so ein strahlender, heller Wahnsinn. Und von diesem Wahnsinn hat das XS Max einfach nochmal mehr. Aber es hat auch weiterhin Eleganz. Hier diese schönen abgerundeten Ecken des Gehäuses, ja, korrespondiert schön mit dem abgerundeten Display und dem abgerundeten Dock. Ja. Das ist eben so eine Einheit. Und dadurch, dass es eher lang ist als breit,
hat es irgendwie auch Proportionen. Also man hat es nicht so das Gefühl, dass man irgendwie so ein Tablet in der Hand hat oder so ein ganz verunglücktes Asia-Gadget, ja, sondern das ist immer irgendwie noch ein schickes Device, nur halt von allem ein bisschen mehr Wahnsinn. Ich drehe es mal um, dass er so ein bisschen den Glitzer-Glatzer fühlen kann. Das ist ja hier Glas. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier so ein paar Scheinwerfer hier einfange, dass ihr so ein bisschen das edle Finish erahnen könnt. Ja. Und ja, das ist schon wirklich was Besonderes. Auch diese Edelmetall-Umrahmung ist schön. Sie wirkt jetzt irgendwie nicht so komisch, quatschig designt. Ja. Aber wenn ihr mal so hier achtet, wie so dieser Glatzer hier sich so ergibt durch die Spiegelungen, ja, dadurch kommt eben das Design. Die Form ist schlicht und das Spektakuläre kommt dann einfach durch Reflexionen und ist immer ein bisschen anders. Je nachdem, wo im Büro bei euch das Licht vermutlich eher nach, so von oben kommt oder zu Hause kommt es dann vielleicht eher von der Leselampe so seitlich und so weiter. Immer ist es ein bisschen anders, immer schick. Und umso mehr, wenn ihr die Version habt in Edelstahl, das ist ja die in Jet Black, ja, oder sogar die in Gold, die muss ja total wahnsinnig sein. Und ich habe noch ein Geheimnis verraten, und zwar, ich hatte nämlich hier diesen True Tone eingeschaltet, weil es dann nachher für unsere Kamera, das Display, leichter zu filmen ist. Aber für dieses Licht, das wir jetzt gerade hier im Studio verwenden, wird es nachher wieder umschalten, ja, da sieht es dann eher so aus, ein bisschen bläulich. Ja. Und eben war es ja so ein bisschen gelblich, aber das ist ein bisschen Geschmackssache, wie man es einstellt. So, das war praktisch Schwelgen, Mission 1 erfüllt. Ich gehe nochmal wieder in diesen True-Tone-Modus, wenn wir es dann in der nächsten Sendung brauchen. Jetzt wird aber ein bisschen was gelernt. Und zwar erstmal, was ist wirklich unterschiedlich? Und dazu schalten wir jetzt hier auf meinen kunstvoll geklöppelten Hightech-Tisch, wo ich das mal euch ganz in Ruhe zeigen kann. Meine erste Ziellinie ist, was ist wirklich der Unterschied zwischen dem iPhone XS Max, ich sage jetzt einfach dem Max und dem normalen. Wenn man ein normales, früheres Telefon noch so hier hätte, leider habe ich meins gerade in diesem Wochenende verkauft, ich hatte noch ein iPhone 7, ne, da wirkt ja das hier schon, das normale, als groß. Ja. Es ist ein riesen Display. Und jetzt in diesem Vergleich hat man das Gefühl, das iPhone XS ist eher zierlich. Aber davon muss man sich lösen. Das iPhone XS ist groß, aber jetzt nicht irgendwie abartig, aber doch groß. Ne? Und demgegen da, wenn man das sich überlegt, dass das wirklich groß ist, dann wirkt das XS Max eigentlich so, wie ich es jetzt gerade sehe. Ja? Massiv. Es ist auch schwer. Klar, Edelstahl und Glas vorne und hinten, klar ist es schwer. Man hat schon so das Gefühl, so, oh, oh, ob ich das die ganze Zeit in der Hand halten will, ja, sicher auch Gewöhnungssache. Wir halten ja ganz andere Sachen in der Hand. Bierflasche, ja, oder in meinem Fall Orangensaft, ja. Aber die, allen, denen ich es jetzt gegeben habe, ja, dem Stefan in der Regie, Leute, die so bei mir so vorbeilaufen, ja, die sagen alle, oh, ist schon schwer. Und das ist das Gleiche, was man ja auch beim iPhone X und XS merkt, dass es so massiv ist, noch etwas Wertiges. Ja? Aber es hat nicht mehr so, dass Apple so versucht hat, mit Aluminium und so weiter so einen ganz leichten Begleiter zu schaffen, sondern es ist schon so ein Auftritt. Und das ist bei dem Max nochmal ultimativ. Und nach meiner Meinung finde ich irgendwie so, mehr geht nicht. Aber nicht im Sinne von besser geht nicht, besser geht immer, ja. Aber das ist schon so ein bisschen an so eine Grenze gekommen. Also was will man jetzt in Zukunft machen? 7 Zoll, 8 Zoll, ist ja auch Quatsch. Ja? Das ist irgendwie so das Ultimum an dem, was man irgendwie jemandem in die Hand geben kann, finde ich. Ja? Das hat was Gutes, aber das hat auch irgendwie nichts, was nicht so Gutes, weil wenn es leichter wäre, wäre es besser. So, wir gucken hier uns das nochmal an. Was wird jetzt neu geboten? Ich gehe mal auf einen anderen Screen, den ich mit Icons gefüllt habe und richte das jetzt hier unten an dieser Kante aus, sodass das Dock ungefähr auf gleicher Höhe ist. Ja, ich kann es auch mal anders machen, so dass die Icons oben auf der gleichen Höhe sind. Dann sieht man, man bekommt gar nicht mehr. Man denkt irgendwie, ja, da müsste doch jetzt eine Icon-Reihe mehr hinpassen. Ist aber nicht der Fall. Ja. Ich möchte es hier zeigen. Ja. Da habe ich eine Reihe frei, hier habe ich auch eine Reihe frei. Also insofern gewinnt man da irgendwie nicht mehr dazu. Und man kann das Display ja konfigurieren, und zwar Anzeige und Helligkeit. Und man kann hier den Anzeigenzoom aktivieren. So.
Und da steht jetzt Standard und Vergrößert, so für verschiedene Szenarien. Und das könnte ich mal schnell demonstrieren, ein bisschen näher ran, dass ihr das gut sehen könnt. So, also Standard und Vergrößert. So ist es vergrößert. Ich gehe mal dauernd hin und her und da seht ihr, das ist eigentlich kaum der Rede wert. Also diejenigen, die sagen, nee, lass mal schön klein, kriege ich mehr Icons drauf, die kriegen nicht mehr Icons. Und diejenigen, die sagen, ja gut, dann machen wir hier schön alles groß, die kriegen es aber gar nicht größer. Man kann jetzt swipen und jetzt mal hier so einen gefakten iChat oder Messages-Verlauf. Das ist jetzt einfach ein Screenshot. Ja? Standard, vergrößert. Und da kann man jetzt durchaus sehen, dass diese Vergrößerung Sinn macht. Die Buchstaben werden größer, alles wird gezoomt, aber man kriegt jetzt deswegen nicht mehr Chat-Zeilen irgendwie dahin. Ja, ich kann nachher nochmal vielleicht mal echte Chats zeigen, wo man das sieht. Also wenn, dann sind diese Unterschiede minimal. Hier ist schon ein bisschen besser. Das ist jetzt Mail, vergrößert, verkleinert. Achtet hier auf die Schrift. Ja. Ist ein bisschen was, aber jetzt auch nicht so, dass man denkt, Wahnsinn, jetzt endlich sehe ich, jetzt brauche ich meine Brille nicht mehr. Ja. Deswegen habe ich es jetzt hier auf Standard gestellt. Also, das ist der erste Stunt, den wir gemacht haben. Was kriege ich wirklich mehr? Und da gibt es noch ein paar Sonderfälle, weil normalerweise werden die Apps insgesamt skaliert. Also beispielsweise bei, was weiß ich, hier Wecker oder sowas. Ja, machen wir hier Wecker. Jetzt gehen wir praktisch hier 13 Uhr. 13 Uhr, so wie viel bekomme ich jetzt? Ja. 15:20 ist der letzte Eintrag, 15:20 und ein kleines Stückchen bekomme ich. Ja, da ist es gleich. Dann gehe ich mal hier auf Notizen und dann habe ich jetzt hier irgendwie so einen Keynote-Stammtisch oder sowas. Mal schnell staunen. Ja. Keynote-Stammtisch, so. Das sind Notizen, die wir uns gemacht haben und da bekomme ich jetzt tatsächlich mehr. Und wenn ich das jetzt drehe, dann bekomme ich hier so eine Seitenleiste mit meinen verschiedenen Notes. Ja. Hier zum Beispiel, wenn ich drauf tippe, kriege ich aber einfach nur die Notes selber. Hingegen, wenn ich in den Einstellungen bin und jetzt drehe, dann bleibt mir das erhalten. Also ich gehe zum Beispiel jetzt hier in, was weiß ich, WLAN-Einstellungen, da bekomme ich WLAN, ja. Ich bekomme hier in Töne, kriege ich Töne, ja. Also da macht es irgendwie Sinn. Bei den Notes war das nicht. Vielleicht kriegst du mal irgendwann ein Update, ja, also das ist irgendwie nett, ja. Aber ehrlich gesagt, das so einzustellen, das ist ja irgendwie ein Elend, also das wird ja, ist ein Gimmick. Also in dem Fall wird es, glaube ich, jeder so machen, bei den vielen Sachen, die man da einstellen muss. Und ein weiterer Fall, wo es einen Unterschied gibt, ist Safari. Das ist also diese Tab-Ansicht von Safari. Moment, was will er hier? Ups, mach ich mal weg. Und ich gehe jetzt mal in irgendeinen, was weiß ich, John Gruber, so. Klar, den kann ich natürlich jetzt hier größer machen als beim normalen iPhone, aber wenn ich jetzt hier unten tippe, dann kriege ich ja meine Tabs wieder, die aber so aussehen. Und wenn ich den jetzt drehe, und jetzt in den Tab-Modus gehe, ja, Moment, so, Hilfe! Ah, jetzt muss ich oben tippen, weil nämlich kriege ich oben diese Tabs. Ich zeige das mal ein bisschen näher. So, und ich kann das auch arrangieren. Ein bisschen draufbleiben im Finger und dann kann man es hier so umsortieren. Ja, da seht ihr das jetzt, ja. Wie beim iPad oder auch beim Mac, aber man kann es zum Beispiel nicht rausziehen oder so, sondern nur verschieben. Also das ist jetzt im Grunde so ein Desktop-Interface. Also hier haben wir wirklich einen Unterschied zu dem XS und dem Max. In Ordnung. Und jetzt machen wir mal unser erstes Voting. Und ich würde ganz gerne wissen, welche Telefone habt ihr denn im Moment? Also kurz zur Erklärung, wenn ihr jetzt meinetwegen eins dieser neuen Telefone gerade bestellt habt und es ist aber jetzt einfach noch nicht da oder ihr habt es euch schon für den nächsten Gehaltscheck irgendwie vorgemerkt, dann gehört er praktisch schon dazu. Ja?
Also welches Telefon werdet ihr, könnt ihr euch überlegen, werdet ihr in ein paar Monaten haben, aber jetzt nicht irgendwie in 20 Monaten, sondern irgendwie 2, 3. Also ihr wisst schon, ja. Hier könnt ihr stimmen. Welches iPhone habt ihr? 6, 7 und nochmal die 7. Das soll aber eine 8 sein. Das habe ich gerade so schnell eingetippt, ja. 6, 7 oder 8, diese Generation. Wenn ihr eins davor habt, dann könnt ihr, glaube ich, gar nicht mitstimmen. Ist es ein iPhone X oder ein XS? Und zu XS meine ich wieder die ganze Serie, also auch XS Max und so. Ne, ihr seid ja nicht doof, ja. Es geht hier praktisch um diese Serien. Drückt fleißig auf die Knöpfe und dann habe ich hier Kommentare. Einer sagt, interessant wäre mal einen Größenvergleich zu sehen mit den Displays. Ja, Leute, was glaubt ihr, was ich hier mache? hier kommt der erste Kommentar und zwar von Braveheart. Er sagt, die maximale Größe eines Smartphones ist erreicht, darum der Name Max. Ja, kann gut sein. Vielleicht auch einfach deswegen, weil es nicht Plus, weil es nicht mehr Bi, sondern einfach nur einfach größer ist. Ne? Früher war es ja so, man hat eine andere Kamera. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn das XR demnächst im direkten Vergleich mit meinem X vom LCD-Display zum OLED-Display meines X wirklich schlechter ist. Ich behaupte sogar, dass das neue Liquid-LCD zum OLED im obigen Vergleich, im objektiven Vergleich, von der Vielzahl der Nutzer aufgrund ihrer Sehfähigkeit gar nicht zu unterscheiden ist, sagt Schweißpapst aus Sauensieg. Also, dann lass uns mal kurz die Qualität des Displays nochmal bekakeln. Ja? Und zwar sage ich es euch gleich, es gibt gute Chancen, dass ein LCD-Display besser ist als ein OLED-Display. Das OLED-Display verbraucht in manchen Szenarien weniger Strom und es ist dünner. Aber es ist nicht unbedingt die bessere Bildqualität. Ja? Ich zeige es gleich. Vorher ein Blick auf unsere Voting. Und zwar das iPhone 6, 7, 8 haben 44%, die Hälfte. Und dann 27% des iPhone X, immerhin ein Drittel des XS und des XS Max. Das es ja erst seit ein paar Tagen gibt. Heute haben wir Sonntag. Seit Freitag gibt es das. Also krass. Finde ich schon sehr beachtlich. Ja. Okay, jetzt also zu dem Display. Woran hakt das Ganze? Jetzt guckt mal hier auf diese weiße Fläche. Und wenn man jetzt ganz genau guckt, wenn ich das jetzt so kippe, dann sieht man, dass es so ein bisschen bläulich wird und dann wieder so zurückchangiert. Also praktisch ist nicht so, dass es in dieser Position so ist und in dieser ist es anders, ein bisschen bläulich, sondern es ist praktisch jetzt so normalweiß, dann ein bisschen bläulich, dann wieder normalweiß, dann wieder ein bisschen bläulich. Ja, darauf müsst ihr achten. Und jetzt werde ich dazu diesen Nightshift-Modus ausschalten, den wir benutzen, weil wir praktisch hier warmes Licht im Studio haben und dann können wir dadurch diesen Effekt so ein bisschen wegkriegen, dass das so bläulich aussieht. Ja. Und ihr seht, wie bläulich das wird, ja. Dass das so ein bisschen changiert. Also ehrlich gesagt, das, was ich sehe, wenn ich jetzt gerade so gucke, was die Kamera so aufnimmt, der ist schwierig, ne, weil es eben alles elektronische Kameras sind, die eben bestimmte Charakteristika haben. Aber ich kann sagen, jetzt sehe ich es relativ bläulich, jetzt sehe ich es ein bisschen gelblich und so, ne. Also dieses Changieren in dieser Achse, gar nicht so sehr in dieser Achse, sondern in dieser, es ist eben so. Und das zeigt auch, warum Apple diese schäbsigen Hintergründe benutzt, ne, weil das so ein bisschen dann gefaked, so ein bisschen so weg ist. Ja. Andererseits, wenn man Fotos anguckt oder so, ja, hier habe ich zum Beispiel mal so ein paar Sonnenuntergänge fotografiert, ohne Bearbeitung, allerdings noch auf meinem iPhone X. Ja. So bei diesen Aufnahmen, da sieht man das nicht, das sieht einfach toll aus. Ja. Also so, es ist im Grunde Korinthenkackerei, was ich gerade vorgestellt habe, aber nur, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und diese Charakteristik ist halt bei LCD-Displays im Grunde nicht mehr so stark oder kaum noch vorhanden. Und Strich drunter, wenn ihr wissen wollt, ja, ist es jetzt gut oder nicht gut. Ich finde, dass wenn ihr viele weiße Hintergründe habt, dann werdet ihr viel und sowieso so ein bisschen empfindlich, ein bisschen nörgelig seid, dann ist eine OLED vielleicht nicht das Richtige für euch. Für alle anderen, die werden sagen, boah, ist das geil, ja, ist das toll. Und mir geht's so. Also immer wenn ich das Display einschalte, dann denke ich mir irgendwie, boah, ist das irre. Und gerade so diese abgerundeten Ecken und so weiter, ne, so keine Treppenstufe, nichts, kein Pixel da, groß, strahlend, hell. Das sind ja viel heller als LCD-Displays. Ja. Das ist einfach irre. Und ich glaube, es ist die Ausnahme, wenn da Leute wirklich sagen, es gefällt mir nicht und so. Ne? Also Geschmackssache. Dann Leonard
kriegt den nächsten Kommentar. Er sagt folgendes. Nee, erstmal hier. Remote sagt, das Tennis Max ist verglichen mit dem 8 Plus nur 8 Gramm schwerer. Interessant, da ersteres ja aus Edelstahl ist und das 8er nur aus Aluminium. Ja, ist ziemlich interessant. Das verblüfft mich auch. Ja, nicht gedacht. Nächster. Für mich als älterer Mensch mit etwas schlechteren Augen und zum Betrachten und Zeigen von Bildern und Videos würde ich mir auf alle Fälle das XS Max holen. Habe jetzt das iPhone 7 Plus und würde das Max benötigen, wenn ich die gleiche Breite vom Display haben möchte. Bleiben wir mal kurz dabei und danach gehen wir schnell zu den Fotos und da werde ich dann ein bisschen länger bleiben. Und zwar, guckt mal, wenn ich diese beiden Telefone jetzt mal übereinander lege, ich gehe jetzt bei beiden mal auf den Homescreen, ja, dann seht ihr, ich das jetzt hier an dieser Kante bündig auslege, ne, so unten links so, ja, dann seht ihr, da ist es ein bisschen breiter. Wenn ich es jetzt mal mittig mache, also wie so in der Hosentasche, ja, und da könnt ihr sehen, dass es hier ein kleines bisschen überragt und da auch ein kleines bisschen. Das ist im Grunde sehr ähnlich, ja. Also wenn praktisch jetzt jemand denkt, cool, ich will aber diese bessere, die mehr Breite haben, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Bei der Höhe, da funktioniert es schon eher, dass man was dazu gewinnt. Die haben nur die Frage, ob die Software das auch nutzt. Und nach meiner Meinung nutzt sie es selten. Bei dem Umstieg von den iPhone 7, 8 Plus Geräten, da war dadurch, dass das iPhone X, was ja dann neu kam, sehr schlank war, weil es im Wesentlichen nach oben gezogen wurde. Da war ein großer Unterschied. Aber zwischen dieser XS-Modellreihe ist von der Breite her wenig Unterschied. Also alle, die von den Plus-Geräten kommen, sind alle verarscht, weil diese X- und XS-Reihe geht eher nach oben. Und jetzt, nachdem wir also das geklärt haben, gehen wir mal in die Kamera. Ja? Und ich zeige nochmal hier die Kameraelemente und jetzt mal gucken, welche Kamera sich das schnappt, dass wir das gut sehen können. Und bei der Kamera hat sich ja viel getan, nur sieht man es außen nicht. Aber geblieben ist, dass es jetzt ein selbstbewusstes, starkes, dickes Element ist. Das ist hier natürlich jetzt irgendwie tierisch groß, ja, wie das hier so aussieht. Aber so eigentlich ist es klein. In der Kamera wirkt es natürlich jetzt hysterisch und spielt praktisch nach Hosentasche und so überhaupt keine Rolle. Ich finde es eigentlich super schick, wie es gemacht ist. Ja. Es ist man kann stolz darauf sein, so eine tolle Kamera zu haben. Wir sehen hier ein Tele- und Weitwinkelobjektiv, dazwischen der True Tone Blitz. Und im Wesentlichen das Weitwinkelobjektiv hat sich verändert. Jede Kamera hat hinten dran einen eigenen Chip, einen eigenen Sensor. Und der vom Weitwinkel hat sich verändert. Und bevor ich euch die Details erzähle, danke Stefan, werde ich euch mal ein paar Bilder zeigen, die professionelle Fotografen gemacht haben. Ich selber hätte zwar auch jetzt noch Bilder machen können, dummerweise hat es in Frankfurt seit Freitag wie in Strömen geregnet oder war irgendwie diesig und so weiter und das wollte ich euch ein bisschen ersparen. Ich bin scharf auf Bilder, die gemacht wurden mit einem Hintergedanken. Ja, um ganz bestimmte Sachen zu zeigen. Und wenn ich jetzt da in Frankfurt rumlaufe und so, da gibt es nicht viel. Guck mal, hier ist also von Austin Mann, der wird auch von Apple immer wieder mal zitiert. Und der hat jetzt Shots gemacht mit dem iPhone XS. Das ist ja die gleiche Kamera wie das XS Max. Und er zeigt jetzt hier diese neue Smart HDR-Funktion. HDR bedeutet, dass mehrere Fotos gemacht werden, eins überbelichtet, eins unterbelichtet und so weiter, natürlich in mehreren Schritten, also mehrere Fotos. Und dann kann man sehen, hier ist es eine krasse Aufnahme. Volle Lotte ins Gegenlicht gefilmt. Trotzdem haben sogar die Wolken noch Zeichnung. Ne? Klar, es reißt jetzt hier so ein bisschen aus, aber das ist jetzt nicht irgendwie eine total weiße Suppe hier. Und es wäre nämlich bei meinem iPhone X der Fall, das ich noch benutze. Und hier im Schatten ist noch gut die Zeichnung der Felsen zu sehen. Und das ist schon spektakulär. Hier ähnlich. Und jetzt bei solchen hellen Dingern, da erwartet man ja eigentlich, dass sich das hier so reinkerbt, ne? Oder wenn jetzt hier zum Beispiel so ein Gebirgszug wäre, so ein Berg, dass es dann einfach so eine Beule so, sich so reinkerbt. Ja. Und das ist irgendwie recht gut getroffen.
hier vorne schön dunkel. Also es ist jetzt nicht irgendwie völlig unrealistisch, dass das jetzt irgendwie wie angemalt aussieht. Schon dunkel, ja. Aber guckt mal hier so das, ne, das Segel. Das ist irgendwie eine Aufnahme, wo man denkt, ja, gut. Ja. Und schon fies gemacht irgendwie von dem Fotograf. Also. Und übrigens, man sieht es, während man es schießt. Es ist nicht so, dass man erst abdrückt und dann kriegt man irgendwie das Ergebnis, sondern während man es schießt, sieht man das. Dann sollte hier eigentlich was erscheinen. Nein. So, hier noch was, ja. Auch wieder so eine Wolkenaufnahme, guckt euch das an. Ja. Die Zeichnung der Wolken, die kontrastreiche Aufnahme, unbearbeitet. Das hier sehen wir gleich. Da kann man sehen, wie die Schärfentiefe, praktisch der Bereich, wo scharf gestellt wird, ja, dass der verändert wird. Das werden wir gleich mal versuchen, live zu machen. Und das ist erstmal sind diese Fotos. Dann habe ich aber auch noch von The Verge kritische Stimmen gefunden, die sagen, ja, also das Pixel Phone von Google ist mittlerweile besser. Und da wird es dann nachher noch ein paar Vergleiche geben. Aber hier sieht man das iPhone XS und das iPhone X. Und da kann man sehen, hier dieses Glas mit den Kräutern und so, ne, da sieht man hier mehr. Das ist hier ein bisschen heller. Trotzdem sind beide Aufnahmen gut, also muss man sich jetzt aus dem Fenster stürzen, wenn man mit dieser Aufnahme nach vorne weggeht. Ja, das ist, finde ich, schon schön, aber ist jetzt nicht völlig. Ja. Das hier ist jetzt das Pixel 2 XL und er sagt jetzt, dass das iPhone das alles so ein bisschen verwischt und verschwimmt und so Filter drüber legt und sieht schon nett aus, aber ist nicht akkurat. Wohingegen bei dem Pixel Phone, und hier kann man das in so einem A-B-Vergleich sehen, jetzt müsste man hier auf die Details achten, hier oben, ja, ne, dass das irgendwie mehr Details, mehr Schärfe und so hat. Ja. Und es ist auch ein bisschen einfach auch Geschmackssache, wie das interpretiert wird. Wenn man hier oben mal guckt, ne, wo dann so Licht reinkommt, da finde ich dann, hier ist das iPhone irgendwie besser. Aber der Autor des Berichts sagt eben, ja, aber so die Details mit den Augenbrauen und so weiter, das ist irgendwie besser bei dem Pixel. Ja, okay, ist Geschmackssache. Das hier, das sind jetzt zwei Aufnahmen, die so in kurzer Folge gemacht wurden. Hier das iPhone XS. Und mal unten sehen, ja. iPhone XS, linke Seite. Und hier das Pixel. Also das finde ich jetzt aber komisch, dass das so ausreißt hier mit diesem Überbelichteten. Aber wenn wir davon mal weggehen, gehen wir mal hier auf diesen Bereich. Ja. Ist da vielleicht das Gras ein bisschen zu grün und trifft es das da besser? Oder ist es hier irgendwie einfach bläulich und Gras ist nicht bläulich, sondern es ist grün? Und was ist mit dem Hund? Haben wir hier genügend Zeichnungen? Wir merken uns mal hier so diese Haare und hier so dieses feine Fell auf der Nase, weil ich mich diesen Zoom benutze und dann funktioniert dieses JavaScript nicht. Ja? Und das versuche ich jetzt mal hier zu zeigen. Ja, so. Hm, ich weiß nicht, wer da besser ist. Aber er meint, das Pixel wäre besser. Dann er selber. Jetzt dunkle Aufnahme in so einem dunklen, verrauchten Pub. Und das finde ich jetzt hier, das ist das Pixel. Wenn man mal den Pulli so anguckt, das finde ich ist irgendwie so ein Flau. Da würde ich irgendwie denken, da fehlen doch Kontraste oder so. Aber das ist gelb. Dafür sind die Kontraste irgendwie besser. Also wir können sehen, wie die Kameras hier das Bild interpretieren. Das ist dann dieser Bokeh-Effekt, dazu kommen wir später. Dann haben wir Bilder von John Gruber, die habt ihr sicher alle gesehen, da gehe ich mal ganz kurz drauf ein, weil es im Grunde keinen Neuigkeitswert mehr hat. Hier sieht man iPhone X ist ausgerissen, iPhone XS nicht ausgerissen, hier kann man die Schrift nicht mehr lesen, da kann man die Schrift lesen. Aber die besten Aufnahmen finde ich, das ist hier Gegenlicht, ja, die besten Aufnahmen finde ich waren diese da, guckt mal, da klicke ich jetzt mal drauf. Das ist das iPhone X und das ist das XS. Und das finde ich irgendwie ist deutlich besser. Das ist das iPhone X. Das ist richtig flau. Hier der Himmel, ist einfach so eine weiße Suppe. Und hier ist eine blaue Suppe. Also das ist doch irgendwie eine schickere Aufnahme, oder nicht? Ich gehe nochmal zurück in schneller Folge.
A, B, ja. Noch eins, das ist deutlich, hier Schatten sind schwarz und hier sind die Schatten weich und luftig. Also Strich drunter, es gibt so Bereiche, wo das iPhone XS und XS Max deutlich besser ist, gerade so im dunklen Bereich. Und es gibt aber auch, und wo man sich denkt, also die Aufnahme, die wäre ja mit dem iPhone X versaut gewesen. Und es gibt aber auch viele Bereiche, gerade wenn das Licht jetzt nicht so kritisch ist, wo man mit dem iPhone X auch gut hinkommt. Und wo man vielleicht eher argumentieren könnte, na gut, aber in 2 Jahren sind die Kameras noch besser und dann habe ich auch mehr Geld gespart und ich muss jetzt nicht unbedingt das iPhone XS und XS Max irgendwie kaufen. Ja. Und mit diesem Schwung warte ich jetzt mal, bis der Stefan die Kamera da hier in Position gefahren hat. Ich gehe schon mal hier auf Bildschirmsynchronisierung. Also jetzt sind wir mal in die Hand, ja, genau so. Und jetzt mach mal irgendwie so, dass im Hintergrund noch der, weiß ich, komm dir mal entgegen. Ja. So. Und jetzt mal ein schönes Porträt machen. So, weißt du, so bis hier ungefähr, ja. Komm ein bisschen näher. So. Und ich mache hier ein bisschen schräg und du gehst dahin, damit wir möglichst die Tiefe des Raumes haben. Ja. Okay? So. Und jetzt machen wir irgendwie ein paar nette Porträtaufnahmen. Ja, du machst ja praktisch bis hier, ist ja kein Porträt. Natürlich. Nein. Fotograf. Nein. Ja, ich muss ja nachher, weißt du, muss ja diese künstliche Intelligenz, muss das ja erkennen, was jetzt die Nase ist und so weiter. So. Das machst du gut, sehr gut, sehr gut. Ja, genau, gibt's. So, okay, gut. So, und jetzt pass auf, jetzt werden wir mal hier, du kannst wieder in die Regie abdampfen, ne? Sehen wir das mal hier, was ist das? So sehe ich aus, ja? Also gehen wir hier auf Bearbeiten. Und jetzt kann ich hier unten in diesem Slider die Tiefe. Jetzt seht ihr es ganz unscharf und jetzt seht ihr es scharf. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen an die Haare oder wo soll ich denn rangehen, dass man mal sieht, wie gut ist das. Ja? Jetzt kann ich diesen Slider weiterhin ziehen. Ja? Hier oben kann man sehen, ne, dass er dann so ein bisschen auch die Haare so ein bisschen verschwimmen. Jetzt sind die Haare noch gut, also scharf und hinten die Traverse unscharf. Und jetzt werden auch dann die Haare so ein bisschen unscharf. Okay. Und das ist jetzt im Ganzen. So. Und jetzt kann ich ja weiterhin Studiolicht, Konturlicht, das sieht praktisch aus wie Charles Bronson oder sowas. Ne? So, und dann. Aha, okay. Naja, warum nicht? Da ist es jetzt der Quatsch, ja, mit diesem Regler da unten, ja. So, dann nehme ich mal das nächste Bild. Sage ich mal, jawohl. So, Foto wird gesichert. Jetzt nehmen wir mal das. Bearbeiten. Erstmal beschneiden. So. Mal praktisch so ein Bewerbungsbild. So. Gut. Nochmal bearbeiten. Mal Bild verbessern. Nee, das sieht fies aus. Ne? So. Und jetzt unscharf machen und wieder scharf machen. So sieht es aus mit einem ganz normalen Telefon. Hier da oben diese komischen, was ihr nicht sehen sollt, ne? Die ganze Technik und so weiter. Ne? Und jetzt kann man aber auch nicht einfach den Kopf abschneiden oder die Stirn so weg. Ja? Da müssen wir das so ein bisschen verschwinden lassen. Ne? Und jetzt sieht es irgendwie fast noch cool aus. Und darüber legen wir jetzt das Studiolicht, dann kommt praktisch das, ne, das Gesicht noch ein bisschen besser und das ist vielleicht ein bisschen too much. Das komme ich, also, als ob sie mich einen Tag lang im Sonnenstudio eingeschlossen hätten. Und das ist dann wieder doof. Ja. Also passt jetzt nicht für den Zweck. Ja, das ist so das normale Licht. Und da irgendwie so ein Zwischending müsste man haben, aber ich habe ja noch diese ganzen Helligkeits-Controls und jetzt ist es erstmal so. Also, das ist jetzt eben diese neue Fähigkeit von dieser Fotos-App mit diesem Slider und das ist ja erstmal, das ist so, ja. Und jetzt gehen wir in die Kommentare und zwar habe ich den ersten hier. Könntest du mal ein 16:9 Video am 10 Max abspielen? Die Balken rechts und links sind für mich ein K.O.-Kriterium. Ja gut, warum soll ich es dann machen? Also es hat Balken, das brauchen wir ja nicht drum herum reden, das hat Balken. Und das ragt dann da rein.
Also bei YouTube war es uns nicht möglich, das so richtig Fullscreen zu machen, aber überall dort, wo der native Apple Player benutzt wird, da kann man das dann eben so doppelt antippen und dann, dann machen. Ich glaube, ich habe irgendwas in meiner Library. Wo habe ich denn das hier in dieser TV-App oder so? Das, vielleicht machen wir das mal ein andermal, für nächste Woche oder sowas, weil ich jetzt schon ein bisschen zu lang bin. Ne? Hier kommt der nächste Kommentar. Mit der App Pro Kamera kann die nachträgliche Blendeneinstellung auch auf dem iPhone 7 Plus eingestellt werden. Ebenso bessere HDR-Aufnahmen als die Apple-Kamera. Ist also nur eine Software-Sache. Neue Hardware ist dafür nicht erforderlich. Apple koppelt nur sehr gerne neue Software-Features mit neuer Hardware. Klar, viele dieser Einstellungen lassen sich auch mit Software erreichen, die nicht von Apple kommt. Das ist nichts Neues, das weiß man. Aber doch hat die Hardware viel Neues zu bieten. Und damit ich jetzt nichts falsch sage, muss ich es mal schnell hier auf meinen Notizen ablesen. Und zwar ist es so, dass ja drei Kameras im Spiel sind. Und die die Frontkamera, also praktisch die Selfie-Cam, die ist unverändert. Die hat aber eine komplett neue Hardware-Stabilisierung, ein komplett neues Stabilisierungssystem. Kann man nicht per Software machen. Dann, ansonsten gleich geblieben, 7 Megapixel. Dann gibt es ja dann auf der Rückseite zwei Kameras, Tele und Weitwinkel. Die Tele ist gleich geblieben. Die hat aber eine bessere Stabilisierung durch bessere Algorithmen. Also hier ist die Software im Spiel. Und die Weitwinkelkamera, die ist tatsächlich neu gestaltet, hat einen besseren Chip, 30% mehr, praktisch 30% größerer Sensor, größere Fläche und 50% tiefere Pixel. Da gibt es bessere Blogs und Podcasts als uns, die das praktisch aus fotografischer Perspektive und Kompetenz darstellen können. Was sind tiefere Pixel? Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Letztlich ist es so, es geht darum, möglichst viele Photonen einzufangen, dass man möglichst viel Licht bekommt, um wenig Rauschen zu haben. Und da sind also 50% tiefere Pixel und 30% größerer Sensor durchaus eine Ansage. Und das wurde also überall, so bei diesen Blogs, die ich so verfolge über Fotografie, um mich da zu informieren über das iPhone, wurde es also mit großem Jubel zur Kenntnis genommen. Ja, das ist das, was sich bei der Hardware verbessert hat. Dann wird es mal wieder ein iPhone geben, wo die Kamera nicht mehr rausragt aus dem Gehäuse, sagt Loka Easy aus Herten. Glaube ich nicht. Ich glaube, das wird für lange Zeit so bleiben. Und ich glaube, dass es den Leuten auch wichtiger ist, dass die Kamera richtig gut ist, als ist da dieser komische Bump. Ich glaube, das ist mehr oder weniger den Leuten jetzt klar, warum das so ist. Und wenn du mal Fotos gezeigt hast auf dem iPad, so irgendwie in munterer Runde, ne, irgendwie man trifft dich zum Raclette-Essen und jeder zeigt so seine Fotos vom Urlaub, ja, da werden viele sagen, tja, das sind tolle Fotos, ist eben Apple. Und dann freust du dich, dass du die tollen Fotos hast und das, die Bump da hinten dran ist dir dann eigentlich egal. Ja. So, also das ist so viel zur Fotofunktion. Und jetzt muss ich also mit großem Tempo, weil wir noch die Talkbox haben, in ein paar Minuten muss ich ein paar Fakten einfach mal so erzählen, ein bisschen Strecke machen. Ja. Und zwar, was mit dem Prozessor? Der Prozessor hat im Grunde ein paar wichtige Neuheiten und so ein paar inkrementelle Verbesserungen. Erstens, er läuft auf 7 Nanometer, also die Strukturen sind kleiner und dadurch kann man mehr logische Einheiten in den Prozessor packen und er verbraucht weniger Energie. Diese logischen Einheiten sind die CPU, die GPU, dann diese neue Neuronal Engine und bei der CPU soll es einen Performance-Gewinn um 15% gegeben haben. Bei der GPU um 50%. Dabei geht es aber meistens nur um ganz bestimmte Szenarien. Ich weiß nicht, also für mich fühlt sich das iPhone rasend schnell an. Das war aber auch beim normalen iPhone X schon so. Ob das jetzt wirklich an dem Prozessor liegt, weiß ich nicht. Ich erspare mir hier auch jetzt so Performance-Vergleich. Das können wir vielleicht mal irgendwie an einer anderen Sendung machen, dass wir mal die Telefone nebeneinander ein paar Sachen rasen lassen. Webseiten laden und so, aber das ist ja mittlerweile einfach, es geht instantaneous, wie bei einem MacBook und ist eigentlich ums Eck, so als Vergleich. Nächster Punkt, die Neuronal Engine, davon profitiert im Moment eher die Kamera und so Augmented Reality Apps und so für das täglichen Umgang merkt man das nicht so richtig, aber wenn die Kamera dadurch besser wird, ist es ja ein großer Gewinn. Und
Dann haben wir noch einen Punkt, und zwar die Geschwindigkeit von Face ID. Und da würde ich ganz gerne mal diese Kamera bitten, hier an meine Schulter zu rasen. Dann werden wir mal gucken, ob Face ID wirklich schneller geworden ist im Vergleich zu dem iPhone XS. Und die gleiche Technik ist ja beim Max und beim normalen XS drin und hier bei dem früheren normalen iPhone X, das ja langsamer sein soll. Ja. Und jetzt mal gucken. Ja. Los. Zack. Genau gleich. Nochmal. Achtung, fertig, los. Ja, nochmal. Achtung, fertig, los. Da war es jetzt ein ganz kleines bisschen schneller. Ja, also da geht es wirklich um winzige Unterschiede. Danke, Stefan. Ich finde es absolut super. Ich kann das nicht verstehen, wenn Leute sagen, es ist irgendwie mal geht's, mal nicht und so. Also für mich ist es gut. Es geht auch mit Brille. Und man kann jetzt... Das ist eine Eigenschaft von iOS 12, also geht auch bei dem alten Gerät. Man kann zwei Gesichter einspeichern. Und Apple redet aber nicht von Personen, sondern von Appearances. Also beispielsweise, ihr seid Schauspieler, ja, und werdet irgendwie so als Schweinchen maskiert und plötzlich kommt ihr an euer iPhone nicht mehr ran. Ja, dann muss das alles wieder runtergekratzt werden. Ne? Oder als ihr seid gerade in einer Frankenstein-Verfilmung. Oder ihr denkt, naja, lasst mich mal als Eltern Teil mein Gesicht da einspeichern, damit ich mal sehe, was mein Sohnemann da sich so alles so runterlädt, ja, zum Beispiel. Ja. Oder Ehepartner und so weiter, das kann schon Sinn machen. Aber das kann auch, das ist eine Eigenschaft von iOS 12, kann auch das alte Telefon. Und das wäre im Grunde mein großartiger Bericht gewesen. Kurze Kleinigkeiten, Stereo ist verbessert, man hat wirklich das Gefühl, es ist so ein bisschen eine weitere, ja, so ein weiteres Panorama, aber man merkt schon, dass der ein Lautsprecher, dieser hier, dass der nur so eine Zusatzfunktion hat, ne? Also das ist eigentlich das Ohrstück und der quäkt halt dann so ein bisschen mit und der Hauptlautsprecher ist weiterhin der, das ist immer noch so, ich habe Testberichte gelesen, wo es hieß, dass der jetzt auch so laut wäre wie der, das konnte ich aber nicht feststellen, also ich finde schon, dass das nur so eine Unterstützung ist und da ist viel Esoterik im Spiel und insgesamt ist es laut genug geworden, um wirklich auch so ein bisschen leise aufgenommene YouTube-Videos in der Küche mit zu verfolgen. Und deswegen finde ich das also echt krass. Man kann sogar mal irgendwie einen Flur legen und dann noch irgendwie Nachrichten hören und sich dann dabei so durch die Zimmer bewegen. Und das hat schon wirklich einen ziemlichen Dampf. Also auch das ist irgendwie eine gute Verbesserung. So, jetzt ein Schlussvoting. Und zwar, wie würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr euch entscheiden müsste zwischen dem iPhone X und dem iPhone XS Max. Und das wird mein nächstes Voting sein. Bereust du schon den Umstieg auf das Max bezüglich der Größe in der Hosentasche? Also ich habe meins ja ehrlich bezahlt. Ob ich es behalte, das sage ich euch dann mit in der Diskussion in unserer Talkbox, die wir gleich machen, etwas zu spät, aber es ist schwer, sowas so schnell fortzuführen. Ja? Also wenn ich das iPhone schon unbedingt in der Hosentasche haben muss, nehme ich eine der hinteren Taschen her, da piekst nichts, sagt M. Kummer. Ja, wenn du dich dann aber hinsetzt, nachher zerbricht es dann irgendwie so oder fällt raus. Und so. Nee, das würde ich aber auf keinen Fall machen. Ne? Interessanter, ich habe es noch nie so gehört. Ja. Bei dem Max-Modell hat oben die Uhr und die Symbole mehr Platz oder ist die Notch größer im Vergleich zu der normalen? Das wollen wir mal kurz angucken, ob das mehr Platz hat. Und zwar seht ihr hier, ist da mehr Platz. Da ist jetzt noch ein bisschen was mehr, also praktisch einfach Mobilfunk, weil ich nur eine SIM-Karte habe. Ne? Und ihr seht, da sind die gleichen Anzeigen. Wenn ich das Control Center runterswipe, dann seht ihr, es ist genau das Gleiche. Also da hat man keinen Unterschied. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist die Notch? Und da könnt ihr mal sehen, dass die Notch gleich groß ist und das Display links und rechts ist dann ein bisschen. Also ihr könnt sehen, hier die 2152, ja, die hat hier so ein bisschen mehr Luft oder auch hier diese Symbole, ne, aber Achtung, da ist so ein ganz grau, ist noch so eins, ja, hat vielleicht ein bisschen mehr Luft, aber es ist minimal. Was glaubst du, wie lange wird Apple noch an der Notch festhalten? Ich glaube, das XS und XS Max werden die letzten iPhones mit Notch sein. Rückkehr zu Touch ID. Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Also ich glaube 100%, dass sie bei Face ID bleiben werden und Touch ID für alle Zeiten,
Also wenn sie was anderes machen, werden sie was anderes machen, aber Touch-ID wird nicht wiederkommen, ganz sicher. Fällt dir im direkten Vergleich auch auf, dass die Farben des Displays beim neuen Modell weniger kippen, Blinkwinkel stabiler? Das ist eben sehr schwer zu testen. Ne? Man muss so ganz genau sowieso kippeln. Also wenn du mich so drauf festnagelst, würde ich sagen, vielleicht würde ich das auch sehen, ja, dass das ein bisschen weniger kippelt. Aber da täuscht man sich so leicht, weil das so fimschig ist irgendwie, ne? So filigran. Das muss man mal wirklich unter reproduzierbaren Bedingungen testen. Ich würde sagen, wie bei der Watch, ne? Wo wir uns am Anfang immer aufgeregt haben, dass sie dann ab und zu sich aktiviert und man wollte es gar nicht und es hat einen immer so voll aufgeregt und so, ja. Mal über so diese Dinge muss man so ein bisschen wegkommen und sagen, ist mir egal, ja. Und ob jetzt da irgendwie ein kleines bisschen bläulich ist und so, pff, egal. Das ist, nach einer Woche ist es dir dann wirklich auch egal, ja. Und dann, ja. Nächster. Allen Ängsten zum Trotz, dass es zu protzig wirkt, habe ich mir das Tennis Max in Gold gekauft und es ist die, nach meiner Meinung, beste Farbe, die Apple bisher produziert hat. Einfach schön. Und er, Rossi23, er sagt im letzten Kommentar, ich finde das iPhone XS Max zu groß. Ich habe es mir im Apple Store angeguckt, aber ich finde, das iPhone XS hat die absolute Supergröße. Nicht zu groß, auch nicht zu klein, perfekt. Das Gewicht vom XS Max ist auch gut spürbar, größer, aber es hat eben auch seine Liebhaber, das XS Max, sagt er, Rossi23 aus Inden. Gut, also, das werden wir ausführlich diskutieren in der Talkbox. Mein kurzes Fazit, und den Rest erzähle ich dann auch eben in der Talkbox, ist, dass das iPhone XS Max könnte auch heißen XS Max Premium, weil es einfach von allem, irgendwie von dem ganzen Wahnsinn, ja, irgendwie ein bisschen mehr ist. Extra Größe, extra Luxus und so weiter. Dass es wirklich mehr bietet, das kann ich irgendwie so gar nicht sehen. Also in wenigen Fällen hat man wirklich mehr Buchstaben auf dem Display, oder dass sie irgendwie größer aufgezogen werden. Bei Safari ist das der Fall, man kann ja zoomen. Ja. Aber bei vielen Listen ist es da vielleicht so eine halbe Zeile mehr. Also ob das wirklich ein Aufpreis wert ist, das weiß ich nicht so richtig. Ja. Ich würde sagen, das sollte man sich vielleicht mal im Laden angucken oder bei Leuten, die die Plus-Geräte haben und dann dort eine Entscheidung treffen. Es gibt ja viele, die es haben und dann kann man sich dort angucken. Viel falsch machen kann man auf der anderen Seite nicht. Man kriegt so oder so ein super Telefon. Und bis wir das iPhone XR gesehen haben, das vielleicht irgendwie so ein cleverer Kompromiss ist, ein bisschen größer als das eine, ein bisschen dünner als das andere, billiger als beide, ja, halte ich mich mit einem definitiven Urteil noch so ein bisschen zurück. Aber ich glaube, es gibt keinen, der sich eins von denen kauft und irgendwie sagt, ach, hätte ich bloß oder so. Ich glaube, man ist so und so zufrieden und gewöhnt tut man sich an vieles. Das wäre es gewesen von diesem sehr langen Testbericht. Jetzt machen wir eine ganz, ganz kurze Pause. Die werden wir benutzen, um unsere Talkbox einzurichten. Und dann geht es direkt sofort weiter mit einer Einschätzung. Was machen wir jetzt draus? Und ersten Erfahrungsbericht der Anwender. Wird sich lohnen. Bleibt dran. Bis gleich. Willkommen bei MacTV. In diesem Beitrag haben wir unsere spektakuläre Talkbox wieder am Start. Zwei Anwender, die das iPhone XS Max und die Apple Watch 4 bereits gekauft und ausprobiert haben. Kam ja am Freitag erst raus, heute haben wir Sonntag. Aber in diesen paar Tagen, wir sind ja nicht doof, kann man schon einiges erzählen. Und deswegen ist jetzt unsere Mission, dass wir euch Zuschauern so ein Gespür dafür geben, soll man das wagen? Ist es nicht doch zu groß mit dem Max? Ist das XS vielleicht wirklich der bessere Kompromiss? Wie sieht es aus mit der Apple Watch? Sind genug Features da, um den Neukauf zu rechtfertigen? Und wir haben dafür natürlich keine definitiven Antworten, aber wir wollen Argumente für euch ausbreiten, unsere eigenen Argumente oder unsere eigene Meinung so ein bisschen übermitteln, sie gut begründen und dann könnt ihr euch so ein bisschen rauspicken, was ihr wollt. So, da gehen wir sofort in die Talkbox per Skype zugeschaltet. Wir schalten mal, da sind sie schon, ja, an der Außenbahn in Blond der Christian und der Olli in Blau. Und könnt ihr mal hochhalten, habt ihr eure iPhones, die iPhone X Max schon? Ja, da sind sie. Und die Apple Watch? Auch schon? Ja. Leute, ihr seid verrückt. Ihr seid schwer krank und braucht Hilfe. Dann frage ich zuerst mal, Christian, wieso hast du eigentlich, du warst doch einer unserer Gäste bei der iPhone X Aktion. Ja? Das grad, jetzt hast du schon wieder das gekauft. Wieso hast du das gemacht? Ja,
Ich glaube, ich habe damals schon gesagt, dass ich eigentlich ein Plus-Nutzer bin. Also ich habe das 6 Plus, das 8 Plus benutzt und das 10er hat mir gut gefallen von der reinen Display-Diagonale. Sollte es ja auch größer sein als die Plus-Modelle, aber auf Dauer war mir es vor allen Dingen beim Videogucken, wenn man es dann im Landscape-Modus benutzt, einfach zu schmal. Deswegen war mir von vornherein eigentlich klar, sollte Apple ein großes Xer oder Zehner rausbringen, nicht mit so einem verrückten Namen, wie er jetzt rausgekommen ist, dann werde ich es mir aber trotzdem sofort holen. Und ich bin auch bisher sehr zufrieden. Also es war teuer oder es ist teuer, aber für mich lohnt es sich auf jeden Fall. Und dein bisheriges iPhone X, hast du das verkauft oder an jemanden Nee, weitergereicht? das habe ich an meine Freundin weitergegeben. Die hatte vorher ein iPhone 8, das wurde jetzt verkauft. Ja, genau. Hat dies aber gut, also großzügige Geschenke. Ja, merkt man, ein junges Paar. Ja. Das wird Ja, sich genau. nachher verändern. Ja. Okay, ein wissender Blick auf der rechten Seite. Oliver, du hattest welches Telefon vorher? Ich hatte auch das 10 schon und hatte beide jetzt auch das aktuelle durch die Vertragsverlängerung. Insofern war es für mich nicht ganz so teuer und konnte auch durch den Verkauf vom 10 jetzt praktisch die Zuzahlung bei der Vertragsverlängerung wieder rausholen. Was muss man dazu zahlen heutzutage? Also bei meinem Vertrag waren es jetzt 650. Ja, doch schon. Das ist schon noch viel Geld eigentlich. Ne? Früher hat man dafür ein komplettes iPhone bekommen. Jetzt ist nur die Zuzahlung. Ja? Was war der Ja, ist Grund? richtig. Warum wolltest du das Neue haben? Einfach weil es neu ist oder gab es einen speziellen Anwendungszweck? Also ich muss sagen, gereizt hat mich zum ersten Mal auszuprobieren, der größere Bildschirm. Ich hatte bisher eher immer die kleineren aufgrund der Handlichkeit. Und jetzt wollte ich es einfach mal ausprobieren, weil ich auch immer mehr über das Telefon mal ein YouTube-Video gucke oder irgendwas anderes, ob mich der größere Bildschirm dann nicht doch mehr reizt als eben das kleinere. Und bisher gibt mir das recht. Ja, also dann, wir haben ja noch nicht gesagt, wie es uns gefällt. Das werden wir gleich besprechen. Ne? Ich will kurz meine Geschichte zum Besten geben. Und zwar, wieso habe ich jetzt dieses XS Max? Und zwar einfach deswegen, weil mich das XS echt überzeugt hat mit diesem riesigen Bildschirm. Und mir ist es lieber, wenn das Telefon groß ist, also das ist ja erstmal irgendwie ein Nachteil, man will ja irgendwie ein kleines handliches Telefon. Ne? Aber wenn das Telefon groß ist, aber diesen Platz auch komplett nutzt, dann ist es ein guter Deal. Dann bin ich ihm wieder bei, dann verschmerze ich auch, dass das jetzt ein bisschen klobig ist. Ne? Und das war bei dem Ten so toll gelöst, dass ich mir dachte, also, ne, ihr kennt es, ne? Wenn man praktisch im Kino war, einen tollen Film von dem Regisseur, wenn die gleiche Gruppe dann das nächste Ding macht, dann will man da auch wieder dabei sein. Und so kam ich irgendwie zum Max. Und ich dachte, jetzt versuch's mal, jetzt mach's mal, da bist du jetzt dabei. Und jetzt gleich die nächste Frage: Bereut ihr's oder denkt ihr euch, das war genau das Richtige? Ich fange wieder mit Christian an. Nee, ich bereue es auf keinen Fall. Also es hat all das, was ich mir erhofft habe. Vor allen Dingen halt das größere Display hat es halt. Es könnte sicherlich in vielen Punkten noch besser sein. Und man würde es wahrscheinlich schneller nicht bereuen, wenn es noch etwas günstiger wäre. Aber ansonsten, alle Erwartungen, die ich da jetzt dran hatte, hat es primär jetzt mal erfüllt. Und ich werde es auch definitiv behalten. Also ein Schritt zurück zum Kleinen geht jetzt schon nach den 2 Tagen eigentlich nicht mehr. Olli? Ja, also wie gesagt, für Videos und alles gebe ich vollkommen recht. Wo ich noch Potenzial sehe, auch von Apple-Seite, ist, dass sie die Größe des Markts jetzt softwareseitig meiner Meinung nach noch nicht ganz so ausnutzen. Wie du auch vorhin gezeigt hast, dass es irgendwie nicht eine Reihe mehr gibt oder dass sie irgendwie den Bildschirmplatz meiner Meinung nach von der Software her nicht so komplett nutzen, wie sie vielleicht könnten. Dass es im Prinzip einfach nur gestreckt ist. Hast du da mehr Und man von muss sehen, jetzt versprochen? kommt der Winter, das ist vielleicht dann mit Hosen und Jacken noch ein bisschen einfacher, aber es könnte durchaus sein, dass ich vielleicht im Sommer irgendwann sage, oh je, was soll ich jetzt mit dem großen Ding, wie nehme ich das mit? Mal sehen. Hast du dir mehr davon versprochen? Warst du dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass es im Grunde nur ein bisschen größer ist und gar nicht so eine andere Experience hat? Nee, also dass es im Prinzip ja im Vergleich zum Ten oder Ten S nur größer ist, war mir ja schon klar, weil es innen drin ja dasselbe ist. Es Ich ging finde das. wirklich um das reine Ausprobieren des größeren Bildschirms. Ja, ich würde das für mich schon so sagen, dass ich schon so ein bisschen auch, also wenn ich das Wort enttäuscht sage, weißt du, dann fallen mir immer so diese YouTuber ein, die dann halt immer irgendwie so, weißt du, so ein Foto machen irgendwie und dann Apple hat mich enttäuscht und so, 5 Millionen Klicks, ja. Das ist Quatsch, das ist ein.
XS oder Max, egal, ja, sind super Telefone und ihr Geld auch wert. Also wenn man es in der Hand hat, ja, man sieht diesen riesen Bildschirm, das massive, dieser Edelstahl, das irre Display, die wahnsinnige Performance, ja, man merkt sofort, ja, das muss teuer sein. Also wenn das jetzt irgendwie billig wäre, dann verstehe ich gar nichts mehr. Ja. Aber doch muss ich sagen, weil ich dich ja gefragt habe, ob man doch ein bisschen enttäuscht ist und so, das hat sich bei mir schon eingestellt, weil es eben so, doch sehr dicht am 10 und 10S dran ist, also an der kleinen Größe. Ja. Also wie, so wie es gezeigt war mit dieser Zoom-Funktion und so, es ist doch irgendwie sehr ähnlich. Und dass man jetzt irgendwie, also früher war es ja so bei der Plus-Version, da hattest du dann irgendwie diese stereoskopische Kamera, Weitwinkelobjektiv, Teleobjektiv und so weiter. Das habe ich aber beim 10er und 10S auch alles. Und deswegen bin ich eher, aber nur so tendenziell, eher am Überlegen, also am mir selber so zuhören, ob ich nicht vielleicht das doch wieder zurückschicken soll und doch entweder das 10S kaufe, oder weil es eine tolle Kamera hat, oder einfach bei meinem 10er bleibe und warte, bis es dann in einem Jahr noch eine bessere Kamera hat. Denn, das ist für euch jetzt neu aber und überraschend, ja, aber im Herbst kommt ja noch das neue iPad und dann braucht man ja wieder Geld. Ja. Macht das Sinn, was ich erzählt habe, oder könnt ihr das gar nicht nachvollziehen? Doch, doch, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich habe halt jahrelang auch das 8 Plus, 7 Plus und so benutzt. Das ist ja von der Gehäusegröße her völlig identisch. Da ist das 10S Max, glaube ich, sogar minimal kleiner. Also diese ganzen Geschichten, ob das in die Hose passt und ob ich es mit einer Hand bedienen kann, das hatte ich alles schon im Vorfeld für mich entschieden. Das ist bei dem Großen definitiv gegeben. Wobei vor allen Dingen jetzt bei dem Großen natürlich diese Geste von oben, das Kontrollcenter runterzuwischen, ist nochmal deutlich schwieriger zu erreichen als beim 8 Plus, wo das Display ja ungefähr hier aufhörte. Da brauchte man nur bis hier mit dem Finger zu kommen. Das ist jetzt mit einer Hand, also selbst bei großen Händen, für mich nicht mehr möglich. Aber ist jetzt der Trade-off, den man da vielleicht gehen muss. Und ich werde es trotzdem behalten. Ja, ich muss sagen, ich kam ja so von Gerd, ne, mit seinem iPhone 7 Plus. Das habe ich ja ab und zu mal probiert. Und er hat ja gesagt, diese Einhandbedienung, die ist komplett weg. Und das fand ich nicht. Ich fand, man kann sehr viel mit einer Hand machen. Oder halt so, ne, man erkennt es, ne, dass man halt sich so ein bisschen so, ne, man muss es mal so halten und mal so, je nachdem. Ne, ist ja nicht blöd. Das ist ja nicht irgendwie da festgenagelt oder so. Ja. Ich finde, es geht schon. Ne. Aber das mit dem Control Center, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Gerade weil das so eine Sache ist, wo es heißt, ja, das muss sofort so zack, so aus einer Geste heraus. Ne. Aber ich mache so viel mit Siri und mit der Watch und so nicht stören, einschalten und so weiter, dass ich gar nicht so viel im Control Center rumstoche. Ja. Lass uns mal zum nächsten Punkt gehen. Oder Olli, willst du noch was ganz rasend Wichtiges dazu erzählen? Nein, das ist nicht der Fall, oder doch? Nein, mach ja. ruhig weiter. Jetzt hattet ihr noch gar keine Zeit, mit der Kamera da irgendwie rumzuwursteln, ja? Oder wart ihr alle schon irgendwie auf einer Südsee-Safari? Nix, ne? Nee, ich hab mir das iPhone und das 10er halt mal geschnappt und so ein paar Fotos gemacht, aber ich muss in ein paar Situationen merkt man vielleicht einen Unterschied, aber ich glaube, das ist bei mir dann auch oft der Fall, dass ich mir denke, jo, du hast jetzt 1250 für ein neues iPhone ausgegeben, da müssen die Bilder auch besser aussehen. Ich glaube, die größten Unterschiede hast du vorhin schon genannt mit den Beispielbildern, die man da gesehen hat. Aber ich finde auch, die Kamera vom 10er ist in diesem Jahr immer noch super. Jetzt nur wegen der Kamera umzusteigen, würde ich nicht machen. Ja. Also ich bin ja teilweise geschockt, ne? Was man so gesehen hat, so an Vergleichsbildern. Ne? Links das iPhone X und rechts den Sohn, weil ich dachte, ja, ich habe eine völlig unbenutzbare Kamera. Tatsächlich ist es aber so, dass ich die Kamera von meinem iPhone X ganz hervorragend finde. Und aber da, wo sie an die Grenze kommt, sind es immer so schwierige Belichtungssituationen. Ne? Gerade so, was weiß ich, beim Wandern, irgendwie Sonnenuntergänge oder was weiß ich was. Ja? Und genau das kann das jetzt irgendwie besser. Ja? Und das ärgert mich jetzt irgendwie schon. Ne? Nur bin ich ja der Meister des Selbstbetrugs. Ich hatte mal einen Kumpel in der Schule, der hat sich ein Markstück in so eine Jackentasche gesteckt und sich dann gezwungen, nie mehr die Hand in diese Tasche zu stecken, bis er es mal irgendwann vergessen hat. Und dann hat er die Hand reingesteckt, hat eine Mark gefunden. Und dann war er ganz glücklich. Ja. Und ich finde, da steckt Schleue dahinter. Und so versuche ich das ein bisschen zu verdrängen und sagen, komm, du musst jetzt nicht, das reicht jetzt, ja, und das Geld wirst du sowieso los. Ja. Aber irgendwie, das ist ein Punkt, der mich irgendwie mehr interessiert, als jetzt nur irgendwie so Prozessorgedöns oder ob das Display jetzt total farbtreu ist. Ich glaube wirklich, die Kamera
das ist für mich so das Ding. Ja. Naja, nächster Punkt, und zwar, muss man mal so ein bisschen am Lack kratzen. Ja. Gibt es irgendwas, was euch am wenigsten gefällt? Wenn ihr praktisch so ein Ding nennen müsstet, das euch am wenigsten gefällt, außer der Preis, was wär's? Tja. Ja, die Umstellzeit, die es jetzt wieder brauchen wird, damit die Apps entsprechend angepasst werden. Wenn man sieht, dass selbst Apple in der Mail-App, ich finde, das ist ganz komisch gelöst, da das Display ist, glaube ich, zu hell, dieser Landscape-Modus, da sind viele Apps jetzt noch gar nicht drauf angepasst, manche stürzen jetzt noch ab, das wird wieder Monate dauern, wahrscheinlich kurz vorm nächstjährigen Release werden erst alle Apps angepasst, also das war was, was mich beim Plus schon gestört hat und was mich jetzt auch wieder stört. Mhm. Oliver, gibt es irgendwas, was dich irgendwie ein bisschen anfießt bei dem Gerät? Ja, also richtig anfießen nicht. Ich muss sagen, mal gucken, wie das auf Dauer mit dem doch jetzt höheren Gewicht für mich seit neuestem ist. Also das ist ja schon deutlich schwerer als die, die ich vorher hatte. Mal sehen, wie mir das dann gefällt, gerade wenn man doch nochmal abends im Bett ein Video guckt und dann das in der Hand hält, ob das nicht irgendwann zu schwer wird oder so. Aber ansonsten, nee, bin ich eigentlich sehr positiv. Wie empfindet ihr es in der Hosentasche? Also ich habe das relativ intensiv getestet, bin damit immer so rumgelaufen und habe da genau drauf geachtet, was weiß ja ein bisschen blöd ist, ne? Auf Sachen, die man so nie achtet. Wenn man dann drauf achtet, dann fallen einem die wirrsten Sachen irgendwie ein. Ne? Aber ich finde so, gerade so in der Hosentasche merkt man schon, oh, da ist was Schweres in der Tasche. Und jetzt, Christian, würde mich interessieren, die frühere Baureihe mit dem Aluminiumrücken, die war ja sehr viel leichter, auch das Plus. Und klar, du kamst vom Plus, das war schon auch ein Oschi, ja? Aber eben Aluminium. Und wie empfindest du das? Ist das, kippst du so ein bisschen so zur einen Seite? Also ich fand es schon deutlich schwerer. Ja, ich finde es auch deutlich schwerer, aber komischerweise finde ich, wenn man jetzt auch schon das 8 Plus, das hatte ja auch schon die Glasrückseite und war auch schon deutlich schwerer. Ja. Ich finde, bei so einem großen Gerät, wenn das irgendwie eine bestimmte Gewichtsgrenze unterschreitet, fühlt es sich billig an. Und du hast ja gerade noch gesagt, wenn man das iPhone anfasst und sich dann den Preis anguckt, dann sind 1.250 € gerechtfertigt. Ich finde auch das Gewicht, das spiegelt irgendwie wieder, wie gut und stabil das Gerät gebaut ist und dass es schon irgendwie was Edles ist. Also das Gewicht stört mich persönlich überhaupt nicht. Okay. Wie sieht's aus bei dir, Olli? Lass dich auch noch schnell antworten und dann habe ich ein Attentat vor auf euch. Ja, also ich kann noch nicht ganz so viel dazu sagen, weil es jetzt erst 2-3 Tage her ist und ich eigentlich mehr zu Hause war, weil jetzt auch Wochenende ist. Also so viel mitgenommen habe ich es noch nicht. Das muss ich noch zeigen. Aber ja, es ist nicht leicht, aber es ist jetzt auch kein Brocken oder so. Also einfach mal abwarten. Ich denke, wie gesagt, jetzt im Winter wird das ein weniger großes Problem sein. Im Sommer, wenn man dann eher kurze Hosen hat mit vielleicht kleineren Taschen, mal sehen. Aber da kommen wir auch später noch zur Uhr, die dann ein bisschen Abhilfe schaffen kann. Ja. Wir kommen sehr schnell zur Uhr, aber ein Punkt noch, ja, den müssen wir noch besprechen, der Preis. Ich weiß, irgendwie, man kann es auch nicht mehr hören und es gibt ja Optionen, man muss nicht immer auch dann die 512-GB-Variante nehmen, um es noch absichtlich teuer aussehen zu lassen. Ja. Aber trotzdem, irgendwie so ganz weglassen können wir es auch nicht. Und ich habe heute eine gehässige E-Mail bekommen von einem User, dessen Name nicht genannt wird. Und wir schalten mal hier auf mein iPad, ja, weil ich habe es nicht richtig gesprochen, ja. Aber er hat gesagt, hier, Futter für die Sendung, zeigt es mal, und das zeige ich euch jetzt hier, ja. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, ja. Da sagt er nämlich hier, guck mal ein, hier, MacBook Pro, und zwar Pro, allerdings ohne Touchbar, ja. Hier, Core i5, 128 GB SSD, 8 GB RAM, 1500, oder, das ist sogar noch teurer, 1650. Allerdings, gebe ich zu bedenken, 512 GB statt 128, ja. Und jetzt, was können wir dem jetzt sagen? Können wir sagen, ja gut, da haben wir jetzt halt verschissen, irgendwie haben wir Pech gehabt, ja. Oder könnten wir dem sagen, ja gut, die Display-Auflösungen sind mittlerweile vergleichbar. Prozessoren kosten Geld, OLED-Display und so, es ist biegsames Display, und das wäre so reingebogen in das Gehäuse, ja, kostet Geld. Warum soll SSD-Speicher für ein Smartphone günstiger sein als für ein Laptop? Bei Apple sind es ja beides High-Performance-Bauteile. Man könnte im Grunde das schon begründen, dass das sogar teurer ist, eben zum Beispiel gerade wegen den 512 GB. Sicherlich einer der teuersten Komponenten, weil es ja ein Bauteil sein muss. Man kann ja nicht sagen, wir nehmen dann achtmal so und so viel Gigabyte und so weiter und verbinden das dann. Das müssen 512 GB sein. Klar,
Welche Gedanken durchtosen euren Busen, wenn ihr diese gehässige Grafik seht? Könnt ihr das nachvollziehen, dass es teuer ist, oder findet ihr ganz schöne Schweinerei von Apple? Also ich kann schon nachvollziehen, dass es teuer ist. Es ist wirklich sehr teuer geworden. Allerdings ist es wahrscheinlich auch eine Typensache, ob man jetzt sagt, ich bin mehr auf dem Computer selbst unterwegs. Dann ist es vielleicht auch sinniger, sich am Ende einen Computer auszustatten, der am Ende doch viel teurer ist. Oder ich sage, ich bin mehr unterwegs und nutze auch das Smartphone sehr viel, dann macht es für einen selbst vielleicht auch halt Sinn, da das Topmodell zu nehmen. Also ich denke, das ist einfach eine Einstellungssache. Aber am Schluss braucht man doch beides. Auf den Computer verzichten kann man ja dann gar nicht. Das ist ja irgendwie auch so eine Idee gewesen, aber das stimmt ja gar nicht. Wir kaufen uns alle das MacBook und die sind auch teurer geworden wegen SSD-Speicher und Retina und so weiter, ne? Und das iPhone auch. Also irgendwie werden wir doch da im Moment ziemlich gemolken. Ja? Christian, was sagst du dazu? Ja, erstmal wird ja keiner gezwungen, das neue iPhone zu kaufen. Es kann ja auch, wenn man sagt, was ich nachvollziehen kann, das Geld ist es mir nicht wert, kaufe ich entweder jetzt im Abverkauf noch ein 10er oder noch ein altes 7 Plus. Das sind ja alles noch tolle Geräte. Aber wenn ich jetzt gucke, ich glaube, ich habe mein MacBook jetzt für die Sendung das erste Mal seit 4 Tagen wieder eingeschaltet. Mein iPhone benutze ich. Ich habe da jetzt mit dieser neuen Benutzungsfunktion, sieht man es teilweise 90 Mal in der Stunde, wird es aktiviert. Ja gut, dann da sieht man, wie sich die Prioritäten auch im Laufe der Zeit verschoben haben. Ne? Ja. Also beim MacBook ist es mir auch egal, dass es jetzt ein 4 Jahre altes Ding ist. Für die paar Sachen, die ich damit nur noch mache, reicht das völlig aus. Beim iPhone freue ich mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass das ein schön großes XS Max ist mit einer tollen Kamera. Und da bin ich halt auch bereit, leider Gottes, das Geld zu bezahlen. Und offensichtlich viele andere auch, sonst würde Apple diese Preise nicht so gestalten können. Das iPhone erobert sich ja auch immer mehr Bereiche. Ne? Früher war das halt einfach nur ein Handy mit einer Zusatzfunktion, mal im Browser oder so irgendwas oder mal eine E-Mail abrufen, Push-Mail, damit man weiß, wann man eine Antwort bekommt von irgendeinem Kunden oder sowas. Ja. Oder wann man die Flucht ergreifen muss, wenn einem der Steuerberater irgendwie sagt, so hau ab oder sowas, ja, bring dich in Sicherheit. Ja. Heute ist es ja ganz anders. Ne? Also insofern können wir uns ein bisschen schönreden. Ja. Lass uns mal zur Apple Watch gehen, aber zuerst noch ein... Aber eins möchte ich noch sagen zum Preis, wenn ich da kurz einhaken darf. Gerne. Was mich bei dem Preis wirklich stört, nicht mal, dass dieser Kopfhöreradapter nicht dabei ist, den habe ich auch nicht benutzt, aber wenn man sich mal anguckt, dass das iPhone XS Max, glaube ich, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, knapp 3200 mAh an Akku hat und trotzdem noch das gleiche 5 Watt Ladegerät wie das allererste iPhone, was, glaube ich, 1100 mAh Akku hatte. Das ist schon so eine Sache, das finde ich schon, weiß ich nicht, das ist frech. Also da könnten sie auch die 5 Euro mehr investieren und hätten den Leuten, weiß ich nicht, eine Stunde Ladezeit jedes Mal erspart, als da die Leute zu melken und dann noch zu sagen, kauft euch das teure MacBook-Ladegerät mit dem USB-C zu Lightning-Kabel und dann zahlt ihr 80 Euro fürs Schnellladen. Also das ist eine Sache, die mich am Preis dann schon stört. Das kann ich nur unterschreiben. Da ist plötzlich jetzt unter meinem Dings da, hier so ein kleines Bild habe ich da irgendwie so gut, was wir bei Skype nicht wegkriegen, ja. Da ist jetzt gerade irgendwie so ein Text erschienen. Was war denn das, ja? Also das gibt der Chat. Nicht, dass ihr mir irgendwie so Chat-Nachrichten schickt, weil ich glaube, bei dem neuen Skype wird das irgendwie so ganz riesig groß, so hier so an der Brust so bei euch eingeblendet, dann so ganz verräterisch. Ne? Früher konnte man sich ja so heimlich so skypen, so noch nebenbei. Jetzt zum Beispiel so, gebt mal Gas oder sei nicht so unfreundlich oder ist gleich zu Ende oder so, macht die Schnitzel in die Pfanne. Ja? Das kann man alles nicht mehr machen. Man fliegt total auf. Ja? Also, diese Kritik, die teile ich. Apple könnte vielleicht sagen, das ist halt vielleicht angenehm in der Hosentasche oder so, ja, aber ich würde dir auch zugeben, dass man da mal was erfinden müsste und wer, wenn nicht Apple. Jetzt habe ich noch Kommentare und zwar habe ich hier einen von der, die da ist, Kaspar Kopp, er sagt, leider gibt es kein SE mehr, also kein einziges kleines Gerät, nur noch groß, ja, finde ich auch komisch, aber wir haben ja einen User gehabt in der letzten Sendung, also praktisch gerade eben, ja, der gemeint hat, vielleicht kommt da noch mal so ein Mini. Gerade mit dieser randlosen Screen-Technik wäre das ja toll. Ja, man weiß nicht. Ja. Und Michael Kummer sagt, ich denke mal, dass die Bildschirmausnutzung des Macs sicher noch besser angepasst wird. Hier sind ja jetzt die Programmierer gefragt. Das haben wir schon jedes Mal erlebt. Ja, sicherlich ist es so. Apple selber hat sich dazu geäußert und sagt, dass sie eigentlich nicht vorhaben, jetzt bei jeder ihrer Apps dann anderes User-Interface mit Seitenleiste zu machen und sagen, bei ein paar Sachen, da macht es Sinn. Aber die meisten Sachen sollen einfach nur größer sein, weil das die Kunden angeblich wollen.
Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Jedenfalls sagen sie das. So, weiter geht's mit der Watch, die Watch 4. Und ich würde ganz gerne von euch beiden wissen, ob ihr findet, dass das wirklich so ein Generationssprung ist oder halt so eine Detailverbesserung. Ja, jetzt haben ein paar Pixel mehr oder so. Ist es irgendwie ein neues Ding oder nicht? Olli, du zuerst. Also ein komplett neues Ding, finde ich, ist es nicht. Aber es hat schon mich, als die Gerüchte aufkamen und als es dann auch vorgestellt wurde, sehr gereizt, diesen leicht größeren Bildschirm zu haben. Und auch dieses leicht dünnere, aber doch dann wirkend deutlich mehr dünnere Gehäuse. Und auch noch, obwohl die Apple Watch Series 3 ja auch schon sehr schnell war, doch nochmal so einen ganz kleinen Performance-Schub zu haben dafür, weil ich sie doch sehr intensiv nutze und auch jetzt gerade mit dem vielleicht neueren Telefon. Ich war auch einer, der hat dann sich abends durchaus mal überlegt, da ich auch die LTE-Version hatte, zu sagen, komm, das Telefon bleibt mal zu Hause. Du bist dadurch durch die Watch erreichbar, wenn was sein sollte, und habe dann das Telefon öfters mal zu Hause gelassen und das werde ich auch weiter so machen. Und da kann der größere Bildschirm mir nur recht sein. Aber einerseits kaufst du dir das iPhone Max, weil du nicht genug kriegen kannst vom iPhone, und dann sagst du, ah, schön, wenn ich es mal zu Hause lasse und ich brauche es gar nicht und je weniger, desto besser. Das ist ja auch irgendwie sehr seltsam. Da kannst du mal drüber nachdenken. Aber ich frage jetzt zuerst den Christian. Findest du, dass es eine neue Generation ist oder nicht? Es ist für mich eine neuere Generation, als das iPhone zum Beispiel eine neue Generation ist. Also der Unterschied zwischen 10 und 10S ist geringer, deutlich geringer als zwischen Series 3 und Series 4. Ich muss aber auch ehrlich sagen, als ich die Keynote gesehen habe und die von 30% größerem Display gesprochen haben, habe ich mir irgendwie ein noch größeres Display vorgestellt, als die Apple Watch dann hier ankam. Ich meine, man sieht es schon, dass es größer ist. Aber dass es jetzt 30% wären, hätte ich jetzt im Vergleich nicht gesagt. Ich würde sagen, es ist eher eine Evolution. Also es ist jetzt keine brandneue Entwicklung, die man unbedingt haben muss. Ja. Trotzdem werde ich es auch behalten. Also pro Richtung sind ja nur dann ein paar Prozent. Ja? Und man braucht ja immer irgendwie so eine gewisse Schwelle, die man überschreiten muss, um dann wirklich was Neues bieten zu können. Zum Beispiel mehr Platz für Notifications. Und genau das hat Apple gemacht. Durch eine Kombination einerseits ein bisschen mehr Platz links und rechts, ein bisschen mehr Platz oben und unten, mehr Pixeldichte, dadurch können die Buchstaben feiner und kleiner werden und dadurch haben sie halt noch viel kleinere Details so in die Ecken und überall so reingezirkelt und so. Und das ist das Äquivalent, finde ich, als wenn noch mehr Pixel da wären. Ich meine, wie viel Pixel willst du oder wie viel Fläche willst du auf deiner Hand haben? Das ist ja schon ziemlicher Oschi. Also größer, finde ich, sollte es gar nicht sein. Ne? Aber ich bin total unentschlossen, ob ich sagen soll, dass das jetzt wirklich so wie so ein neuer Anlauf ist, eine neue Generation, wo man sagt, ja, ich muss mir nicht immer das Neueste kaufen, aber da bin ich jetzt mal dabei. Ja. Am Schluss habe ich mich doch so entschieden, weil ich mir dachte, komm Jan, du kannst hier bei MacTV nicht sitzen mit dem alten Watchface. Ja. Das ist jetzt irgendwie so der neue Zug, der jetzt losrollt. Ja. Aber für mich privat bin ich komplett unschlüssig, ob ich diesen Infograph-Watchface, ne, mit überall diesen vielen Komplikationen, ja, ob ich das eigentlich ehrlich wirklich gut finde oder nur so nach dem Motto, warum leckt sich der Hund die Eier, weil er es kann. Ja. Ist es bei euch so, dass ihr, welches Watchface habt ihr jetzt gerade aktiviert? Habt ihr dieses Infograph-Dings da? Nehmen wir, ja? Ja, mit den ganzen, ach du Schreck. Ja, alles ausgenutzt, ja, okay. Was ihr nicht wisst, ist, dass das Skype euch so ein bisschen links und rechts beschneidet, sodass wir praktisch euch so am Rand nicht so ein bisschen sehen. Also haltet es nochmal irgendwie so vor eurer Nase, falls ihr da könnt, sonst wollen wir euch nicht in den Arm brechen. Ja. Oh ja, tatsächlich, ja. Alles voller Komplikationen, ja. Ja. Wahnsinn, alles voll. Ja, aber sag mal, findet ihr das nicht da zu klein und zu viel? Oh, sorry, ich würde dir da zustimmen. In dem Fall sind die Komplikationen wirklich kompliziert. Also, das ist mir auch schon fast zu viel. Man benutzt es irgendwie, weil es jetzt neu ist und weil man sich vielleicht noch dran gewöhnt, aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass ich das so überfrachtet dauerhaft benutzen werde. Olli? Ja, mal sehen. Also ich finde es jetzt im Moment sehr gut. Also zum Teil auch gerade die in den Ecken. Gut, man muss ja zum einen auch nicht alle einschalten, aber im Moment habe ich alle mal an und gerade in den Ecken mit dem Wetter, was ich gut finde,
wo man früher noch in die App musste, um zu gucken, ist zum Beispiel jetzt, dass man die Range sieht, was ist die Minimaltemperatur, die Maximaltemperatur und wo befinde ich mich gerade. Das ist morgens sehr nützlich. Was ziehe ich den Kindern an? Wie kalt wird es? Wie warm wird es? Das ist, finde ich, praktisch. Diesen Platz, finde ich, ist gut ausgenutzt. Und grafisch, wie es so gemacht wurde, mit vielen Farben und weißt du, das überall praktisch. Es ist ja nicht so, dass es da steht, man kann es ja einstellen, ne? Höchsttemperatur, also H ist dessen des Grad, T, Tiefstemperatur, dessen des Grad, ja? Aber nein, da kommt dann noch ein Balken und dann noch ein Punkt in dem Balken, der zeigt, wo bist du gerade. Und auf der einen Seite ist es grün, auf der anderen Seite ist es orange und so weiter. Und dann noch die Zahlen dazu und so. Hat man das gerne oder ist es ein bisschen prollig? Also mal sehen, wie es sich entwickelt. Im Moment finde ich es gut. Aber vielleicht hat man sich irgendwann dran satt gesehen, dann mal sehen, dann kann man ja wieder auf diese einfachen Watchfaces zurückgehen. Aber im Moment finde ich es gut, weil es neu ist. Und mal gucken, also mir gefällt es im Moment. Ja. Chris? Ich hätte gern die Möglichkeit, dass man dem Ganzen so ein bisschen die Farbe da rausnimmt. Also es sieht doch sehr clicky-bunty aus. Vielleicht kommt es ja irgendwann in WatchOS 6 oder so, dass man dann auch die einzelnen Farben sensationellerweise selbst bestimmen darf. Aber naja. Ja, so ein Monochrom-Look fände ich irgendwie auch ganz, ganz nett da. Ja. Okay, ich habe das Gefühl, dass ich die Komplikationen innen wo man praktisch so Buttons hat, ne, so runde Buttons für alle möglichen Sachen, so zum Starten bestimmter Apps oder so, dass ich irgendwie das ganz praktisch finde. Also der Platz war ja bisher komplett verschenkt. Und ansonsten warte ich halt auch drauf, dass mit dem Besserwerden der Watch und der ganzen Technik auch mehr Anwendungen sich wieder trauen, was zu machen. Jetzt war es ja so ein Rückzug, ja. Und dann mir auch Dinge einfach anbieten, was ich da platzieren kann in diesen Komplikationen, weil ich hatte jetzt doch Schwierigkeiten, die irgendwie alle zu füllen. Ne? Also so ein paar werde ich wohl wieder rausschmeißen. Zumal das doch jetzt so ist, dass man die inneren Komplikationen nicht mit allen Apps oder mit allen bisherigen Komplikationen füllen kann, oder? Die App-Entwickler müssen die, glaube ich, darauf anpassen. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Die Dreier-Komplikationen gehen nicht auf der Vierer. Also nicht in diesen neuen Watchfaces. Ja, man guckt zum Beispiel, ich glaube, bei diesem digitalen Infografen gibt es ja in der Mitte eine relativ breite Komplikation und da könnten die App-Entwickler ja durchaus was draus machen. Ja, finde ich auch. Ja. Okay, lass uns mal in die Kommentare gucken. Wir müssen gleich ein Fazit ziehen und dann könnt ihr praktisch so im einen Satz sagen, ob ihr es empfehlt oder vielleicht wem oder so. Ja? Aber der Beitrag dauert nur noch Sekunden. Hier ist Maverick und er sagt, kommt ja auch immer darauf an, von welcher Watch man upgradet. Ich komme von der Series Zero, also von der ersten, und für mich ist es natürlich ein sehr großer Sprung. Ja, das ist natürlich also für mich gar keine Frage. Das ist ein Must-Have, weil die Nuller, die war ja so langsam, auch so ärgerlich langsam irgendwie. Sie wurde dann besser durch Updates, aber also das finde ich, entweder schmeiß sie weg oder mach das Upgrade, weil die Nuller, das geht gar nicht. Ne? Dann, für mich ist das Entscheidende, der neuen Watch, was ein Haufen Komplikationen. Jetzt sehe ich fast alles auf einem Schirm und damit ist das Feeling wirklich neu. Ja, Michael, ja, die wirkt wirklich neu mit diesen neuen Watchfaces und jetzt bin ich aber dort der Alte. Ja, und jetzt muss ich mich irgendwie dran gewöhnen. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch mal ein paar mehr Watchfaces von Apple noch, die diese Funktionen bieten. Bis jetzt gibt es ja nur diese zwei, die diesen Info-Wahnsinn haben. Dann Fabio Broschardt. Die iPhones, gerade erst die neuen, also jetzt kommen noch ein paar iPhone-Kommentare, ja, haben das Potenzial, den Kameramarkt noch stärker zu verdrängen im unteren Drittel. Immer mehr werden diese Geräte für Live-Übertragungen, professionelle Fotografie und vieles mehr benutzt. Ich selbst habe meine 25.000 Euro Ausrüstung verkauft. Ja, das ist ja krass. Ne? Boah. Nur mal fast einen Screenshot machen von diesem Kommentar. Ja. Nächster. Die iPhones, gerade erst die neuen, haben das Potenzial, den Kameramarkt. Hörst du da gleich nochmal? Ne? Ah, da kommt er nochmal. Also, das waren praktisch dann die Kommentare. Vielen Dank. Und jetzt die große Frage und Schluss. Also könnt ihr gerne einfach ein freies Fazit ziehen oder könnt auch sagen, wem ihr es empfehlt. Wer will zuerst? Christian? Gerne. Ja. Also, ich würde das auch abhängig machen von der Watch, die man bisher hatte. Vielleicht hatte man ja auch gar keine. Wenn man jetzt gar keine hatte, würde ich auch zur Series 4 greifen, weil der Preisunterschied zur 3er, glaube ich, nicht so groß ist. Da würde ich schon drauf setzen, dass ich jetzt das große Display habe, wo die nächsten WatchOS-Updates sicherlich auch besser drauf oder nur drauf angepasst werden.
Wenn man jetzt ein Series 3 hatte, würde ich das Update, glaube ich, nicht machen. Da kann man bestimmt mit dem Geld was Schönes anfangen und ein Upgrade überspringen. Alle Watches, die da drunter sind, sind von der Geschwindigkeit her, glaube ich, ist das schon eine signifikante Verbesserung. Den würde ich es auch empfehlen. Olli? Ja, also wie Christian sagt, es kommt auch an, was hatte man vorher und wie gern möchte man das Neue haben. Das ist, glaube ich, einfach eine persönliche Einstellung und Vorliebe, wie oft man die Geräte einfach für sich selber austauscht. Das ist ja, aber wenn jetzt dein bester Freund käme und sagen, hier, guck mal, ich hab die Apple Watch 2, soll ich mir die 4er kaufen? Was sagst du? Dann würde ich ihm fragen, wofür er sie benutzt, zum einen, und ob er noch zufrieden ist. Und wenn er sagt, naja, ein bisschen schneller wäre schön oder hier habe ich ein Problem oder ich will vielleicht jetzt auch auf LTE wechseln, dann würde ich sagen, natürlich, dann wechseln. Ja, okay, also sehr diplomatisch. Ja. Aber so ist es. Man muss immer wissen, was die Leute machen wollen. Und aber oft weiß man es gar nicht. Oder man denkt irgendwie, man wüsste alles, was so eine Uhr kann und denkt sich, dafür habe ich schon, bin ich ausgestattet, da habe ich schon die richtige Watch. Ja. Und verpasst vielleicht, was die neue mehr könnte oder vielleicht in Zukunft mehr können würde. Und ich sehe es so, die erste Apple Watch, die hat so einen Klimmzug irgendwie ans Tageslicht gemacht, dass überhaupt irgendwie funktioniert, Prozessor zu klein, und man wusste auch noch gar nicht so richtig, wo will die Watch hin. Apple wusste es auch nicht. Ist es ein kleines iPhone? Ist es eine Super Watch, also eine Uhr oder was? Ja? Und jetzt hat sich das so ein bisschen sondiert. Manche Sachen haben auch nicht geklappt, manche Sachen wurden so ein bisschen auch nach hinten geschoben. Das kommt dann vielleicht in 10 Jahren wieder aufs Tableau. Ja? Und jetzt macht die Watch mit diesem Wissen und diesem Reiferwerden, die macht jetzt irgendwie so einen Sprung nach vorne. Erst der Klimmzug, dann das sich hinstellen und jetzt der Sprung nach vorne. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Sprung war, könnte aber sein. Ja. Und da mache ich irgendwie gerne mit. Ich habe festgestellt, dass ich die Apple Watch, also die Apple Watch 1, ich hatte nie die Watch 2, die habe ich dann irgendwann auch so ein bisschen abgeschrieben und sie nur noch als Uhr benutzt. Ja. Und jetzt die Watch 3, weil sie einfach so angenehm ist, it just works und Siri klappt meistens und das Fitness klappt gut und die Akkulaufzeit ist akzeptabel, ja, dass ich die doch sehr, sehr viel und gerne benutze. Ist so ein heller Punkt in meinem Leben irgendwie. Ja. Und da sitzt mir auch dann das Geld leichter. Also ich für jemanden, der die Apple Watch 3 hatte, fällt mir der Sprung zur 4er leichter, als so mit meiner schlechten Laune von der 0. Weil ich sage, dafür gebe ich jetzt kein Geld mehr aus, ja. Also irgendwie, versteht ihr, das ist völlig unlogisch, aber für MacTV-Verhältnisse durchaus logisch. So, also, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen von unserem großen Stammtisch. Wir bedanken uns beim Oliver und beim Chris, aber hier, da sind sie wieder, ja. Wir hoffen, dass euch diese Stimmen Spaß gemacht haben. Wir werden sicherlich bei MacTV in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz viel zu dem Thema machen. Und natürlich auch wieder zum Mac, das ist ja eigentlich unser Hauptanliegen. Und also danke für euch beiden fürs Mitmachen, danke fürs Zusehen, fürs Mitvoten, fürs Kommentare eintippen. Und wir verabreden uns auf nächsten Sonntag, dann wird der Gerd mich wieder unterstützen. Und bis dahin schreie ich euch entgegen, ihr und wir alle, hey, wir sind die Guten. Tschüss. Tschüss.